بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ لوب بريست الله سبحانه وتعالى und bittet ihn uns Wissen zu geben und uns Nutzen daraus ziehen zu lassen, was wir gelernt haben. نتدارس بحول الله وقوته في هذه السويعات المباركة. Wir werden jetzt etwas lernen in diesen segenreichen Stunden. بعضا من أحاديث نبينا المبارك الكريم. Und zwar ein paar von den Überlieferungen des lieben und herzenswürdigen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نهتدي بها في حياتنا. Wir nehmen uns diese Ahadith als Rechtleitung in unserem Leben. فإن أصدق الحديث كلام الله. Denn wahrlich, die wahrhaftigste Rede ist die Rede Allahs. وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von unserem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها. Und die schlimmsten Angelegenheiten sind die erneuerten Angelegenheiten. وكل محدثة بدعة. Und jede Erneuerung ist eine Bid'ah. وكل بدعة ضلالة. Und jede Bid'ah ist eine Dalala, also ein Irrweg. وكل ضلالة في النار. Und jeder Irrweg ist im Feuer. فإن أكمل الهدي هدي محمد. Der beste Weg ist der Weg vom Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي نتدارسها بحول الله وقوته. Und die Ahadith, also Überlieferung, die wir mit Allahs Hilfe jetzt lernen werden. هي من جامع الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. Die ist von dem Großgelehrten, Hadithgelehrten Bukhari. من كتاب الاعتصام. Von dem Buch des Festhaltens. الاعتصام بالكتاب والسنة. Das Festhalten an dem Koran und der Sunna. والاعتصام مأخوذ من العصمة. Und das Festhalten ist das Wort Festhalten entspringt dem Wort عصمة. وهو المنع. 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 Das امتنع بالشيء تحصن به. Das Festhalten, das bedeutet so viel wie sich einer Sache enthalten und an ihr festhalten. Sich von dem Irrweg fernhalten. Das Festhalten am Buch und an der Sunna bewegt uns dazu oder führt uns dazu, dass wir abhalten von dem Irrweg. ولذلك العصمة معناها المنع كأنه تحصن في حصن منيع. Deswegen al-usma bedeutet, dass man sich fernhält und dass man besser wird. كالذي يكون عنده حصن يمتنع به من الأعداء. So wie wenn einen Schutzwall hat, dass, der einen dann vor den Feinden schützt. فهنا يمتنع من الضلالة. Hier schützt sich vor dem Irrweg. هكذا بوب البخاري رحمه الله. So hat der Imam al-Bukhari die Kapitel gemacht. قال كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. Er sagt das Kapitel des Festhalten am Buch und an der Sunna. ثم ساق الحديث الأول. Danach hat er den ersten Hadith erwähnt. في هذا الباب. In diesem Kapitel. وهو قوله حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال رجل من اليهود لعمر يا أمير المؤمنين. So sagt der Bukhari, so macht er so. ذكر الإسناد. So sagt er den Isnad, die Überlieferungskette. إلى رجل من اليهود. Bis zu einem Mann von den Juden.
وهذا يدل على أن اليهود كانوا يعلمون القرآن والسنة. Das ist der Beweis dafür, dass die Juden sich den Koran und die Sunna kannten. ولكن منعهم من الإسلام الحسد. Aber was sie vom Islam abgehalten hat, war ihr Hass. والبغي والظلم. Und das Übertreiben und das Unterdrücken. ولذلك بقوا على ضلالهم. Und deswegen sind sie auf ihrem Irrweg geblieben. فهم أضل عباد الله على وجه الأرض. Sie sind die irrsten Leute auf der Welt. بل إنهم مغضوب عليهم. Sie sind sogar Allah subhanahu wa ta'ala hat sie verflucht. غضب عليهم. Allah hat sie verflucht. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Leite uns nicht den Weg derjenigen, die verflucht sind, und nicht den Weg der Irren. هذا اليهودي جاء إلى عمر رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية. Dieser Jude ist zu Umar gegangen und hat ihm gesagt: O Anführer der Gläubigen, wenn nicht dieser Vers herabgesandt worden wäre. اليوم أكملت لكم دينكم. Heute habe ich eure Religion vervollständigt. وأتممت عليكم نعمتي. Und meine Gnade an euch vollendet. ورضيت لكم الإسلام دينا. Und mit dem Islam für euch zufrieden bin. لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. So hätten wir diesen Tag als ein Fest genommen. فقال عمر رضي الله عنه. Sagte Umar. إني لأعلم أي يوم نزلت. Ich weiß, an welchem Tag es herabgesandt worden ist. نزلت يوم عرفة في يوم الجمعة. Sie ist am Tag von Arafa, sie ist bei Arafa, am Tag der Arafa, am Tag des Freitagsgebetes herabgesandt worden. قلت. So sagte ich. هذه الآية عظيمة. Dieser Vers ist gewaltig. وهي من آخر ما نزل. Und sie ist von den letzten, die herabgesandt worden sind. من القرآن. Vom Koran. لا سيما يوم عرفة في حجة الوداع. Und der Tag von Arafa, da ist Hajjat al-Wada'. وهي قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم. Das ist die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, heute habe ich eure Religion vervollständigt. يخاطب المؤمنين. Er spricht die Gläubigen an. يقول لهم يا عبادي. Er sagt ihnen, oh meine Diener. أنا هذا الدين الذي أنزلته لكم ورضيته لكم. Diese Religion, die ich euch herabgesendet habe und mit der ich für أكملته euch zufrieden bin. كمالا لا يعقب عليه أحد. Ich habe diese Religion total vervollkommnet. Keiner kann das anzweifeln. وأتممت عليكم نعمتي. Ich habe meine Gnade an euch verendet. أي ما أنعمته عليكم جاءكم تاما غير ناقص. Das, was ich an euch an Gnade ausgeschüttet habe, das ist komplett zu euch gekommen, ohne Defizit. لا نحتاج إلى غيره. Wir brauchen nichts anderes. لا يمينا ولا شمالا. Nicht links, nicht rechts. لا نأخذ نظاما. Wir nehmen keinen Weg. ولا قانونا. Kein Gesetz. ولا شرعا. Und keine Gesetzgebung. من غير القرآن والسنة. Außer dem Koran und die Sunna. ثم قال رضيت لكم الإسلام دينا. Danach sagte ich bin mit der Religion für euch zufrieden. رضيه يعني أراده شرعا. Zufrieden bedeutet er hat es zufrieden in der Gesetzgebung ist er zufrieden damit. رضي الإسلام أن دين له به. Er ist damit zufrieden, dass wir Allah mit dem Islam anbeten. والإسلام معروف معلوف معروف. Der Islam ist bekannt. الإسلام معناه الاستسلام لله. Islam bedeutet sich Allah hinzugeben. بالتوحيد. Mit der Einheit Allahs. والإنقياد له بالطاعة. Und sich in der Anbetung hinzugeben. والخلوص من الشرك. Und sich vom Schirk zu verabschieden. وهو يقوم على أركان الخمسة. Und es wird aufbauend auf den fünf Säulen. كل إنسان يعرفها. Jeder Mensch kennt sie. شهادة أن لا إله إلا الله. Glaubensbekenntnis. وأن محمد رسول الله. Dass Muhammad der Gesandte ist. وإقام الصلاة. Das Gebet verrichten. وإيتاء الزكاة. Die Zakat entrichten. وصوم رمضان. Ramadan zu fasten. وحج بيت الله الحرام. Und zum Hause Allahs zu pilgern. هذه الأركان العظيمة. Das sind die gewaltigen Säulen. من قام بها هو السعيد. Wer sie verbringt, ist glücklich.
هذه الأركان الخمسة من أداها دخل الجنة. Die fünf Säulen, wer sie praktiziert hat, kommt ins Paradies. فالحمد لله على نعمه. Wir danken Allah für seine Gunst. يجب أن نتدارس. Es ist für uns verpflichtend, dass wir lernen. هذه الأركان. Diese Säulen. دائما. Immer und immer wieder. ليل نهار. Tag und Nacht. وأعظمها التوحيد. Die gewaltigsten von ihr ist die Einheit Allahs. لا إله إلا الله. Es gibt keinen, der das Recht hat, angebetet zu werden. لا معبود بحق إلا الله. Keinen, der das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. لماذا لا معبود بحق إلا الله؟ Warum gibt es keinen, der das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah? لأنه هو الخالق. Weil er der ist, der erschaffen hat. والرازق. Und derjenige, der Rizq gibt, also. والمحيي. Und der lebendig macht. والمميت. Sterben lässt. والمتصرف. Der alles über alles sorgt. في هذا الكون. In diesem Universum. يطلع الشمس. Der die Sonne aufstehen lässt. ويسيرها. Und sie dreht. والقمر. Und den Mond. والرياح. Und die Winde. والسحاب. Und die Wolken. والماء. Das Wasser. والبحر. Das Meer. ومن آياته. Von seinen Zeichen. الليل والنهار. Der Tag und die Nacht. والشمس والقمر. Und die Sonne und der Mond. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. So macht keine Verbeugung vor dem Mond und vor der Sonne. واسجدوا لله. So macht Sujud zu Allah. الذي خلقهن. Derjenige, der sie erschaffen hat. إن كنتم إياه تعبدون. Wenn ihr ihn wahrlich anbeten würdet. فيجب أن نحقق العبادة. So ist es für uns verpflichtend, dass wir den Gottesdienst richtig vollziehen. وشهادة أن محمد رسول الله. Und bezeugen, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sein Gesandter ist. تصديقه فيما أمر. Die Bestätigung, das zu bestätigen, mit wem er gekommen ist. يصدق محمد. Ihm dankend. يجب عليك يا عبد الله تصدقه في كل ما أخبر. Ist für dich verpflichtend, o Diener Allahs, ihn zu bestätigen für alles das, was er befohlen hat. وتعتقد. Und glaubst. أن محمد بن عبد الله. Ist Muhammad der Sohn von Abdullah. بن عبد المطلب. بن عبد المطلب. الذي ظهر قبل 1434 عاما. Derjenige, der vor 1400 Jahren auferstanden ist dort. في مكة. In Mekka. هو رسول من عند الله. Dass er ist der Prophet von Allah سبحانه وتعالى. آخر الرسل. Der letzte Prophet. وأفضلهم. Der Beste. هذه معنى شهادة أن محمد رسول الله. صدقه فيما أخبر. Das bedeutet das Glaubensbekenntnis, das zu bestätigen, was zu dir kommt davon. وأخبر أحاديث كثيرة. Und er hat viele Überlieferungen kundgetan. وأحاديثه جمعت. Und seine Überlieferungen wurden gesammelt. وبينت. Und erklärt. وحفظت. Und auswendig gelernt. ومنها هذا الذي ندرسه. Und von ihnen ist es jetzt, was wir جمعها العلماء. Die Gelehrten haben das gesammelt. أصلح هذا. محمد رسول الله. Muhammad ist der Prophet Allahs. وما ينطق عن الهوى. Der redet nicht aus seinen Gelüsten. وكذلك الركن الثاني إقامة الصلاة. Zweite Säule des Islams ist das Gebet zu verrichten. وإقامة الصلاة المحافظة عليها. Und das Gebet zu verrichten bedeutet, dass man بالطهارة. Darauf aufpasst und auch sich wäscht. والوضوء. Und Wudu macht. النظافة. Und rein ist. وإتيانها في وقتها. Und das, wenn man das Gebet in ihrer Zeit betet. الظهر. Im Mittagsgebet, والعصر, Nachmittagsgebet, والمغرب, Abendgebet, والعشاء, und Nachtgebet, والفجر, und Morgengebet. كل يوم, jeden Tag. تحافظ عليها. Jeden Tag darauf aufpassen. لأن الإسلام إقام الصلاة. Weil der Islam ist, das Gebet zu verrichten. Das ist Islam. والذي لا يصلي كافر. Derjenige, der nicht betet, ist ein Käfer. لا تنفع شهادة الله. Es bringt ihm sein Glaubensbekenntnis nichts. كافر. Ungläubiger. لا يصلى. Nicht gebetet. عليه. Es wird nicht übergebetet. Er wird nicht gewaschen, wenn er tot ist. ولا يكفن. Er wird nicht eingewickelt. كالخنزير. Wie ein Schwein. كالكلب. Wie ein Hund. لا ينفعه لا إله إلا الله. Es bringt ihm sein Glaubensbekenntnis nichts. لا بد من الصلاة. Er muss beten. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. Zwischen der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagt, zwischen dem Diener und zwischen dem Unglaube ist das Gebet zu verlassen. والصلاة تطبيق عملي للإسلام. Das Gebet ist eine Tat.
الدلالة العملية على الإسلام الصلاة und das ist das Bezeugnis in Islam. والزكاة والصيام والحج وكله تحتاج إلى تفصيل und alles braucht seine Erklärung. هذا جزء من الاعتصام das ist ein Teil vom Festhalten بالكتاب والسنة auf dem Koran und der Sunna. هنا هذا اليهودي أخبر dieser Jude berichtet عمر berichtete Omar, أن هذه الآية عظيمة dass dieser Vers gewaltig ist. هم يعرفون معناها sie wissen ihre Bedeutung ولكن أضلهم الله نسأل aber Allah hat sie irregeleitet. ونحن هدينا نحن هدانا الله und Allah hat uns recht geleitet وعرفنا حقيقة الإسلام und wir wissen die Wahrheit des Islams ونسأل الله يثبتنا على ذلك fragen Allah dass er uns darauf festigt نحافظ عليه ثم قال نحافظ عليه قلت له ثم قال باب وين توجيت الحديث باب قول النبي صلى الله عليه وسلم das Kapitel der Aussage vom Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم ich bin mit dem umfassenden Wort auferstanden worden aufgeweckt worden أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم das ist der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم هيأ الله له الكلام Allah hat ihm die Rede وأطلق لسانه die vollkommene Rede gebracht und seine وشرح صدره und seine Brust geöffnet فهو يتكلم بالكلام الجيد Er redet mit den guten Worten بالكلام الواضح mit den klaren Worten لا خفاء فيه Es gibt keines nichts was verstecktes darin وهذا هداية من الله Das ist die Rechtleitung Allahs والتوفيق من الله Und das ist die Hilfe Allahs قوله بعثت يعني بعثني الله Seine Aussage, ich bin auferstanden, das heißt, Allah hat ihn auferstehen lassen. Das umfassende Wort. الكلمات البليغة الطيبة. Das sind die klaren und schönen, guten Worte. التي تصلح الناس. Diejenigen, die gut für die Leute sind. ولذلك Deswegen كل من اغترف وأخذ Deswegen jeder, der einsieht und من هذه الأحاديث und nimmt von diesen Ahadith يعطيه الله ذلك. So möge Allah, so gibt ihm Allah dies. هذا عقلا وشرعا. Also logisch und islamisch gesetzlich. كلما كان يحفظ. Jedes Mal, wenn man auswendig lernt. أقوال الرسول. Die Aussagen vom Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. ويفهمها. Und sie versteht. ويتكلم بها. Und mit ihnen redet. يعطيه الله ملكة. Gibt Allah ihm ملكة. يجعل له في قلبه شيئا. So gibt er ihm etwas in sein Herz. عظيما. Was Gewaltiges. يتكلم بكلام الرسول. Er redet mit den Worten des Propheten. صلوات الله وسلامه عليه. وقديما قال السلف. Früher hatten die Salaf gesagt. من أمر السنة على قلبه ولسانه. Wer die Sunna in seinem Herz und seinen Zungen vollmacht. يعني السنة الأحاديث دائما في قلبه ولسانه. Die Überlieferungen in seinem Herzen sind auf seiner Zunge. يقولون نطق بالحكمة. Sie sagen, er redet mit Weisheit. ومن أمر الهوى. Und wer die Gelüste, wer sich mit Gelüsten vollmacht. ما تحبه نفسه. Das, was sein Selbst will. لا يلتفت إلى كلام الرسول. So wird er nicht zu den Aussagen des Propheten hinüberschauen. يريد أن يمشي ويعمل بما يهوى. بما يريد. Er möchte so laufen und so funktionieren, so wie es ihm passt. من أمر الهوى. Wer das die Gelüste aufnimmt. على قلبه ولسانه. In seinem Herzen und auf der Zunge. نطق بالبدعة. So redet er mit der Bidda, mit der Erneuerung. ولذلك. Deswegen. لا بد أن تحفظوا أحاديث الرسول. Ist es verpflichtend, dass ihr die وتفهموا أحاديث الرسول. Vom Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم auswendig lernt und versteht. حتى تكونوا حكماء. Dass ihr weise werdet. وتبتعدوا عن البدعة. Und euch von der Bidda entfernt, von der Erneuerung. أسأل الله لي ولكم ذلك. Wir fragen Allah uns und euch dies. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب.
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا سند الحديث من البخاري إلى الرسول وقد قلت لكم الإسناد من الدين كأننا نرى الرسول الآن بين أظهرنا نسمع كلامه ماذا قال؟ قال بعثت بجوامع الكلم. Er sagte, ich bin auferweckt worden oder auferstanden worden. مرة معنا تعريفه. Ganz klaren Worten. عرفنا جوامع الكلم. كلمات طيبة. ونصرت بالرعب. نصرت بالرعب. يعني نصرني الله بالرعب بالخوف. Und Allah hat mir mit der Furcht zum Sieg verholfen. أنه إذا سمع أعداؤه به. Wenn die Feinde von ihm hören. يخافون منه. Haben sie Angst vor ihm? وهو في بعض الروايات مسيرة شهر. Und in anderen Überlieferungen die in der Länge von einem Monat. نصرت بالرعب مسيرة شهر. Ich wurde mit der Furcht zum Sieg verholfen innerhalb einem Monat. لأنه يمشي مع الحق. Weil mit der Wahrheit läuft. وكذلك المسلمون. Und auch so die Muslime. إذا مشوا مع الحق. Wenn sie mit der Wahrheit laufen. الأعداء يخافون. So haben die Feinde Angst. ويرعبون. Und Furcht. لماذا؟ Warum? لأنهم ماشيين على الباطل. Weil sie auf der Falschheit laufen. والباطل لا يجتمع مع الحق. Und die Falschheit wird nicht mit der Wahrheit verbunden. ما يمكن يجتمع الباطل مع الحق. Kann nicht sein, dass die Wahrheit mit der Falschheit verbunden wird. النار مع الماء. Das Feuer oder das Feuer mit dem Wasser. والأسد مع الغنم. Und der Löwe mit den Schafen. الذئب والأسد يأكل الغنم. Der Wolf und der Löwe essen die Schafe. فهنا يقول الرسول نصرت بالرعب. Hier sagt der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم mir wurde mit der Furcht zum Sieg verholfen. ولذلك لا نرى عجبا عندما نرى الكفر الآن يخافون من الإسلام. Und deswegen sollen wir uns nicht wundern, wenn wir die Ungläubigen sehen, dass sie Angst vor dem Islam haben. أنهم يخافون من الحق. Weil sie vor der Wahrheit Angst haben. أن الحق قوي. Die Wahrheit ist stark. والباطل ضعيف. Und die Schwachheit ist falsch. Sorry. لكن المسلمين الآن ضعاف. Aber die Muslime heutzutage sind schwach. متفرقين. Und gesplittet. الأعداء يقولون يجب أن يبقى المسلمون ضعاف. Und die Feinde sagen, متفرقين. Die Muslime müssen schwach bleiben. إنهم لو اجتمعوا. Denn wenn sie sich dann treffen würden. يهلكوننا. Und zusammengehen, dann werden sie uns fertig machen. لو ينفقون علينا نفخا. Wenn sie uns nur, sie werden uns nur einmal anspucken. يهلكوننا. Oder einmal anpusten, dann werden sie uns fertig machen. ولو لم يكن عندهم سلاح. Auch wenn sie keine Waffen hätten. ولذلك لا بد نبقيهم ضعاء متفرقين. Und deswegen müssen wir sie splitten. نسوي مؤامرات. نعمل مؤامرات. يقول الكفرة لا بد نعمل أشياء تجعل المسلمين دائما متفرقين. Deswegen sagen wir, deswegen sagen die Kuffar, wir müssen den Muslimen immer was tun, dass wir sie spalten. ولذلك أنا أقول لكم. Deswegen sage ich euch. يجب أن تجتمعوا. Es ist verpflichtend, dass ihr zusammenkommt. أسأل الله أن يجمع المسلمين في هذا البلد على يد واحدة. Wir fragen Allah subhanahu wa ta'ala, dass er die Muslime in diesem Land auf einer Hand versammelt. يتفاهموا فيما بينهم. Sich verstehen untereinander. يحكم شرع الله und mit dem Gesetz Allahs richten. يقول الله تبارك وتعالى sagt, فإن تنازعتم في شيء wenn ihr euch in einer Sache unein seid أي اختلفتم في شيء wenn ihr euch unein seid in einer يا عبادي يا مؤمنين oh meine Gläubigen oh meine Diener إن تنازعتم في شيء wenn ihr euch unein seid ردوه إلى الله والرسول so bringt es zurück zum Propheten und Allah und seinem Propheten ارجعوا إلى الله والرسول bringt es zurück zum also Allah und seinem Propheten الرد إلى الله. Das Zurückbringen zu Allah. الرد إلى الكتاب. Ist das Zurückbringen zum كلام الله. Zum Buch. والرد إلى الرسول. Und das Zurückbringen zum Propheten. الرد إلى السنة. Ist das Zurückbringen zur Sunna. فردوه إلى الله والرسول. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Bringt es zurück zu Allah und seinem Gesandten, wenn ihr dann wahrhaftig an Allah und seinen Tag glaubt.
ولكن المسلمين الآن aber die Muslime heutzutage من جهلهم von ihrer Unweisheit وضعفهم ihrer Schwäche إذا رأينا اثنين ها هنا wenn wir hier zwei sehen اختلفوا die unterschiedliche Meinung haben ما يأتون للإمام يحكم بينهم sie kommen nicht zum Imam dass er zwischen ihnen richten kann يروحون للحكومة للقانون sie gehen zu der zum Gesetz zu diesen Richtern hin وهذا ضلال das ist Irrweg أنتم هنا غرباء wir sind hier fremd اختلفت مع أخيك wir haben uneins zwischen uns zwischen deinem Bruder تعال إلى الإمام komm zurück zum Imam نسألك بالله wir fragen dich bei Allah يا إمام o Imam أن تحكم بيننا بما أنزل auf dass du zwischen uns richtest mit dem was Allah herabgesandt hat وكل منا يخلص und jeder von uns ist aufrichtig يقصد الحق er will die Wahrheit والله يسعد und wenn Allah will nein und wahrlich Allah wird helfen سواء الحق لك أو عليك so auch wenn die Wahrheit mit oder gegen dich wäre تفرح du wirst Freude haben أما تقول لا aber dass du sagst nein أروح للقانون. Ich gehe zum Gesetz. للحكومة. Zu den Richtern. تستعذيب الكفرة. Und ich werde mich bei der Stadt beschweren und dort. أنت إن لم تكن كافر. Wenn du dann kein Käfer bist. فأنت مرتكب كبير. Dann hast du mal mindestens eine ganz große von den großen. تستحق جهنم. Und das ist für dich die Hölle ist für dich gerechtfertigt. هذا هو الصحيح. Das ist richtig. هنا إيش قال؟ قال ونصرت بالرعب. Und ich wurde mit der Furcht zum Sieg verholfen. وبين أنا نائم. Und als ich schlief, هو نائم الرسول رأى رؤية. Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم war schlafen und hat eine رأيت einen Traum gehabt. أوتيت مفاتيح خزائن الأرض. So mir wurden in diesem Traum die Schlüssel zur Erde gegeben. جاء ملك وجاء بالمفاتيح. Ist ein Engel gekommen und hat Schlüssel gebracht, hat für die Schätze der Erde hat mir einen Schlüssel gegeben. Und hat es in die Hand genommen. Hat es in die Hand gegeben, hat gesagt, nimm. Hier, das sind die Schätze der Welt. Und das ist die Wahrheit. Die Muslime, sie haben die Erden geöffnet. Kaiser. Rom. وأخذوا خزائنهم. Und sie haben ihre Schätze genommen. ووزعوها في سبيل الله. Sie haben für Allah diese Schätze ausgegeben. والله ما يأخذونها في حسابهم. Und bei Allah sie haben es nicht für sich genommen. وإنما وزعوها بين الناس. So doch haben sie es zwischen den Menschen verteilt. وقد وقع هذا. Und das ist schon passiert. في زمن عمر. In der Zeit von Umar. عثمان. علي. Bei Ali. معاوية. وغيرهم. Und den anderen. من الخلفاء. Von den Kalifen. الذين فتحوا الأرض. Als sie die Erde geöffnet haben. ونشر الإسلام. Der Islam. هنا قال أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. So mir wurden die Schlüssel der Schätze gegeben und die Schlüssel wurden mir in die Hand gegeben. قال أبو هريرة. أبو هريرة. فقد ذهب رسول الله. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم ist gegangen. هو ما 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 فتح في زمنه. Ist nicht in seiner Zeit passiert. قال أبو هريرة ذهب رسول الله. وأنتم تلغثونها. استني. وأنتم تأكلونها. So hat Abu Huraira gesagt, der Prophet ist gegangen und ihr werdet sie essen, diese Schätze. أن أبا هريرة عاش. Weil der Abu Huraira hat das schon erlebt. حتى رأى خزائن الأرض. Bis er die Schätze der Welt gesehen. فتحت. Sie wurden geöffnet. وأخذها الناس. Und die Leute haben es genommen. يأكلونها. Sie haben es gegessen. يملكونها. Und sie haben es besessen. يتصرفون فيها. Und sie haben es ausgegeben. قوله تلغثونها. Seine Aussage تلغثونها. أو ترغثونها. أو كلمة تشبهها. Oder ein Wort, was ihm ähnelt. يعني بهذا المعنى. Also diese, das ist die Bedeutung. أنتم تأكلونها. Ihr werdet es essen. تتوزعونها. Ihr werdet es verteilen. تأخذونها. Und ihr werdet es nehmen. خزائن الأرض. Die Schätze der Erde. سبحان الله وفعلا وقع ذلك كما أخبر الرسول. Tatsächlich ist das so eingetreten, wie der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم es berichtet hat. فهذا من علامات الساعة. Von den Zeichen der Stunde. وسببه الاعتصام. Und der Grund dafür ist das Festhalten. بالكتاب والسنة. Am Buch und an der Sunna. ووالله. Bei Allah. لو اعتصمنا. Wenn wir festhalten. بالكتاب والسنة. Am Buch und an der Sunna. والله يورثنا الأرض ومن عليها. Bei Allah so wird er uns die Welt vererben lassen. كما قال جل وعلا so wie Allah sagt إن الله يورث
من يشاء من والأرض الله يورثها من يشاء من عباده. Und die Erde Allahs wird jeder von seinen Dienern erben. أسأل الله جل وعلا أن يقوي الإسلام في قلوبنا. Wir fragen Allah سبحانه وتعالى, dass er den Islam in unseren stark macht. والله لا يضرنا كثرة الكفرة. Und uns schadet nicht die Menge der Ungläubigen. وإنما يضرنا ذنوبنا. Uns schaden unsere Sünden. تقصيرنا. Unsere Mängel. عدم فهمنا الإسلام. Und das Missverständnis des Islam. Unser Missverständnis. Wir fragen Allah, dass er uns wissend macht in der Religion. الحديث الذي بعده. Danach Hadith, der danach kommt. قال باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Das Kapitel, sich ein Beispiel zu nehmen oder nachahmend mit dem, was der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم gekommen ist an Sunnah. بوب البخاري هذا الباب. Bukhari hat dieses Kapitel gemacht. الاقتداء. Sich folgen der Tat. نعمل. نسير. Wir handeln und wir gehen auf dem Weg. على كلام رسول الله. Auf dem Weg der Aussagen des Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. بسنته. Mit seiner Sunnah. هذا هو الاقتداء بسنة الرسول. Das bedeutet الاقتداء. ثم قال حدثنا مسدد. حدثنا سفيان. حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال. So sagte er, wir waren bei dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. So sagte er. هذا سند. Das ist jetzt die Überlieferungskette gewesen. من البخاري إلى رسول الله. Von dem Hadith gelehrten Bukhari bis zum Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. وهنا راويان عن الرسول. Und hier gibt es zwei Überlieferer von dem Propheten. Zwei Sahaba, zwei Freunde von ihm. هما اللذان رويا هذا الحديث. Und die beide haben diesen Hadith überliefert. وهما أبو هريرة. Eines أبو هريرة. وزيد بن خالد. زيد بن خالد. الجهني. الجهني. رضي الله عنهما. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. Sagte, wir waren bei dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. نحن جالسين عند الرسول. Wir sitzen bei dem Propheten. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله. So wird der Prophet gesagt, ich werde zwischen euch richten mit dem Buch Allahs. وسبب ذلك. Der Grund dafür war. أن رجلان. Zwei Männer. اختلفا. Haben uneins, waren uneins. وجاء إلى رسول الله. Und sind zum Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم gekommen. وقال اقضي بيننا بكتاب الله. Und gesagt, richte zwischen uns mit dem Buch Allahs. يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. O Prophet, richtet zwischen uns mit dem Buch Allahs. كان أبو هريرة وزيد جالسين. So war Abu Huraira und Zayd am Sitzen. ورأيا هذين الرجلين. Sie beide haben diese beiden Männer gesehen. اللذان اختلفا. Die beiden Männer, die uneins waren. وقالهم الرسول صلى الله عليه وسلم. Und der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat gesagt. لأقضين بينكما بكتاب الله. Ich werde zwischen euch mit dem Buch Allahs richten. وهذا يدل. Und das bezeugt. على أنه يجب. Bezeugt, dass es Pflicht ist, أن نقتدي بالرسول, dass wir uns ein Beispiel am Propheten Muhammad ونقضي بكتاب الله, und uns ein Beispiel an dem Buch und dem Folgen auch ونتقاضى بكتاب الله, نتقاضى نتحاكم, und mit dem Buch richten. ساق البخاري هذا الحديث. البخاري hat diesen Hadith gebracht. حتى يبين لنا. Dass er uns zeigt. لابد أن نقتدي بالرسول. لا سيما قد بوب ذلك. Pflicht ist, dass wir uns am Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم ein Beispiel und festhalten. وأن نتقاضى. Und dass wir richten. ونتحاكم. Und zwischen uns schlichten. على كتاب الله. Mit dem Buch Allahs. وسنة الرسول. Der Sunna des Propheten صلى الله عليه وسلم. أظن واضح. Ich denke, das ist klar. وأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين. ثم قال حديثا آخر. حدثنا محمد بن سنان. حدثنا فليح. حدثنا هلال بن علي. عن عطاء بن يسار. عن أبي هريرة. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمتي يدخلون الجنة. نعم. محمد صلى الله عليه وسلم sagt, meine Gemeinschaft wird ins Paradies eintreten. هذا السند. Diese Überlieferungskette. إلى رسول الله. Zum Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة أيضا. Die ist auch von Abu Huraira. قوله كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. Seine Aussage war, meine ganze Umma
meine ganze Umma, meine ganze Gemeinschaft يخبرنا wird ins Paradies kommen, außer derjenige, der ablehnt. Das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns jetzt gesagt. كل أمته يدخلون الجنة. Dass seine ganze Gemeinschaft ins Paradies kommt. إلا من أبى. Außer derjenige, der ablehnt. ما يريد. Der nicht will. قال ما أريد الجنة. Er sagt, ich will das Paradies nicht. هذا معناه. Das ist die Beweis. إلا من أبى. Das ist die Erklärung. Außer derjenige, der ablehnt. سأل الصحابة قالوا. Die Sahaba haben gefragt. ومن يأبى. Und wer lehnt ab? استفهموا. Sie wollten wissen. مين ما يدخل الجنة؟ Wer tritt nicht ins Paradies ein? أليس كذلك ولا لا؟ Ist es nicht etwa so? وهنا أمته أمة الدعوة. Und hier ist die Umma der دعوة, des Aufrufens gemeint. هذه أمة إيش؟ الدعوة. Die Umma des Aufrufens. وهو وأمة محمد تنقسم إلى قسمين. Und die Gemeinschaft des Propheten Mohammed spaltet sich in zwei Kategorien. أمة الدعوة. Die Gemeinschaft des Aufrufens. وأمة الإجابة. Und die Gemeinschaft des Annehmens, des Akzeptierens. أمة الإجابة هم المسلمون. Diejenigen, die akzeptieren, annehmen, das sind die Muslime. لأنهم استجابوا. Denn sie haben angenommen, sie haben akzeptiert. وآمنوا بمحمد. Und sie haben an den Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم geglaubt. وأمة الدعوة كل من جاء بعد رسول الله. Und diejenigen, die von der Gemeinschaft des Aufrufens sind, sie sind alle, die nach dem Propheten من البشر. Von den Leuten, von den Menschen. كلهم. Alle. أبيض. Weiß. أسود. Schwarz. أحمر. Rot. إنجليزي. Engländer. أمريكي. Amerikaner. عربي. Araber. بوسنوي. Bosnien, مقدوني, Mazedonien, سويسري, Schweizer, سويدي, Schwede, هندي, إندونيسي, كلهم. Alle. عرفت أمة محمد؟ Kennt ihr jetzt die Gemeinschaft des Propheten Mohammed? هذه. Das ist sie. كل من جاء بعد رسول الله. Allejenigen, die nach dem Propheten Mohammed gekommen sind. يسمى أمة الدعوة. Sie werden die Gemeinschaft der Dawa genannt. ما معنى أمة الدعوة؟ Was bedeutet die Gemeinschaft der Dawa? يعني موجهة إليه بالدعوة. Das heißt, diejenigen, die zu denen der Aufruf gekommen ist. أسلموا. Sie sind Muslime geworden. يا سويسريين أسلموا. Die Schweizer sind Muslime geworden. يا سويديين أسلموا. Ihr Schweden werdet Muslime. يا ألمان أسلموا. Ihr Deutschen werdet Muslime. يا إنجليز أسلموا. Ihr Engländer werdet Muslime. إذن عرفنا أمة الدعوة. So, kennen wir jetzt die Gemeinschaft des Aufrufens? عرفنا أمة الدعوة. Kennen wir jetzt die Gemeinschaft des Aufrufens? يعني موجهة إليهم الدعوة. Das ist diejenigen, die die دعوة rüberbringen. والله يدعو إلى دار السلام. Und Allah ruft auf zum Haus des Friedens. ويهدي من يشاء. Und er leitet recht, wen er will. الحمد لله الذي هدانا الإسلام. Wir danken Allah, dass er uns zum Islam recht geleitet hat. يجب أن تفرحوا بالإسلام. Es ist verpflichtend für euch, dass ihr glücklich seid. فرحا عظيما جدا جدا جدا. Gewaltige Freude. لماذا؟ Warum? سبب نجاتنا من النار إلى الجنة. Der Grund, dass wir deswegen, weil wir von der Hölle ins Paradies kommen. Dass wir uns schützen vor der Hölle. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمتي. Der Prophet Muhammad sagt, meine ganze Gemeinschaft kommt ins Paradies. إلا من أبى. Außer der ablehnt. قالوا من يأبى. So sagten sie, wer lehnt denn ab? قال من أطاعني دخل الجنة. So sagt er, wer mir gehorcht, kommt ins Paradies. ومن عصاني فقد أبى. Und wer mir ungehorsam ist, so hat er abgelehnt. الرسول يقول له أسلم. Der Prophet Muhammad sagt, wer. ونحن نقول لهم أسلموا. Wir sagen zu ihnen auch, werdet Muslime. ويجب عليكم. Und es ist Pflicht für euch. يا مسلمين هنا. O Muslime. تتمسكوا بالإسلام. Dass ihr am Islam festhält. حتى يراكم. Dass ihr euch, bis ihr euch sieht. السويسريين والألمان أنكم تمشون على هداية. Bis die Deutschen und die Schweizer sehen, dass ihr auf der Rechtleitung seid. وإذا استطاع أحدكم أن يعرض الإسلام. Und wenn einer von euch es schafft, den Islam على شخص rüberzubringen. من الناس. Zu einer Person. أنا أتمنى أن أقابل رئيس الدولة. Ich wünsche mir, dass ich den Präsidenten dieses Landes treffen kann. وأقول له أسلم. Und ich sage zu ihm, werde Muslim. ما عندي مانع. Ich habe damit kein Problem. والله لا أخاف. Ich, bei Allah, ich fürchte das nicht. وزير. Oder ein Abgeordneter. حاكم. Ein Richter. إذا قدر لي. Wenn es für mich möglich ist. ورأيته. Und ich sehe, ob ich ihn sehen kann. أقول يا عبد الله. Sage zu ihm, O Diener Allahs, werde Muslim. وحد. Mach Allah zu einem. لا تثلث. Mach nicht zu drei. التثليث باطل. Das zu drei machen ist falsch. عرفتم التثليث؟ Kennt ihr das zu drei machen? وهو الله. Allah. روح القدس.
Der Heilige Geist. Ah? Allah. Roh al-Qudus, Isa. Und Jesus. Aywa. Hada batil. Das ist falsch. Ma fi illa Allah wahda. Es gibt niemanden außer Allah allein. Mu hakada? Ist es denn nicht so? As'Allah an yahdina wa iyyakum. Wir fragen Allah, dass er... Idhan arafna man ya'ba. Jetzt wissen wir, wer ablehnt. La yuridu al-Islam. Er möchte den Islam nicht. Yadkhulu an-nar wa la ma yadkhulu an-nar? Kommt es in die Hölle oder nicht? Ha? Yadkhulu an-nar. Kommt in die Hölle. Alladhi ya'ba, ar-rasul yaqul, man ish? كل أمتي يدخلون الجنة. الخفيت محمد صلى الله عليه وسلم قال: إلا من أبى. هل من يأبى؟ واضح هذا الحديث. إذا تحمد الله أن الله هداكم. لهذا الدين. الإسلام الحق. والله إنه هو الإسلام الحق. ثم قال حديثا آخر. حدثنا إسماعيل. حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سند آخر ماذا قال قال دعوني ما تركتكم اتركوني إذا لم أكلمكم يقول الرسول لأصحابه أنا ما سألتكم ولا كلمتكم اتركوني. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagt, ich frage euch nicht, wenn ich euch nicht frage und euch nicht sage, so lasst mich. يعلمهم الأدب. So er bringt ihnen das Benehmen bei. دعوني ما تركتكم. Lasst mich in Ruhe, wenn ich euch in Ruhe lasse. إذا تركتكم اتركوني. Wenn ich euch in Ruhe lasse, dann lasst mich auch in Ruhe. فإنما أهلك من كان قبلكم. Denn wahrlich diejenigen, die vor euch sind, sind vernichtet worden. يعني الأمم التي قبلنا هلكوا. Die Gemeinschaften, die vor uns waren, sind zunichte. ما سبب هلاكهم؟ Was war der Grund, warum sie zunichte gegangen sind? قال أهلك من كان قبلكم سؤالهم. So sagte er, diejenigen, die واختلافهم sind zugrunde gegangen wegen ihren Fragen und ihrer على أنبيائهم wegen ihren vielen Fragen und ihrer Spaltung gegenüber den Propheten. يختلفون. Sie haben viel اختلاف gehabt. Viel ويكثرون السؤال. Und sie fragen viel. وهم علمهم قليل. Und sie haben wenig Wissen. بدر أن يتعلموا. Es wäre besser für sie, wenn sie lernen würden. وهذا يدل. Und das bezeugt. على أن العلم. Das bezeugt, dass das Wissen. يذهب كثير من الأسئلة. Das viele von den Fragen aufhebt. والمشاكل. Und viele Probleme. ولذلك قالوا العلم نور. Deswegen sagten sie, das Wissen ist Licht. والتعلم جيد. Und das Lernen ist Licht, gut. أما كثرة السؤال aber die vielen Fragen, هذا شيء ليس جيد das ist nicht gut. يتعبك ويتعب العالم das macht dich müde und das macht den Gelehrten müde. ولذلك العلم جيد deswegen ist das Wissen gut. يتعلم الإنسان der Mensch lernt es. يقرأ er liest. يفهم versteht. يفهم يقرأ er liest und versteht. يكرر er wiederholt حتى يفهم bis er es versteht. يراجع er wiederholt هذا الكلام يناقش إخوانه الصغار لأنه كثرة السؤال للعالم كل الناس يسألوا لكن العلم بالتعلم شيئا فشيئا العلم يأتي قليلا قليلا وكلما جاء قليلا قليلا طيب Und immer wenn das Wissen wenig wenig kommt, ist es gut. نعم. هذا واضح. يقول الرسول إنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم وسؤالهم على الأنبياء. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. Also und wenn ich euch jetzt abhalte an einer von einer Sache, so entfernt euch davon. وإذا أمرتكم بأمر und wenn ich euch was befehle, فأتوا منه ما استطعتم. So vollbringt das, was ihr schafft. أيوة. هذه قاعدة عظيمة. Das ist eine gewaltige Grundlage. في الشرع. Im Islam. أنه الإنسان إذا جاء أمر الرسول فأمر الله يأتي به ما استطاع. Mensch, wenn der Befehl Allahs kommt, dass er das vollbringt, was er schafft. وأما النهي und das Verbieten فيترك بالكل. Das Verbotene, das lässt er komplett. نهى عن الخمر مرة. So hat er das Alkohol verboten, so lässt er das. قليل كحول ما يجوز. Wenig Alkohol ist nicht erlaubt. يا شيخ هذا الدواء في قليل الكحول يجوز؟ ما يجوز. Oh Sheikh, das ein bisschen von der Medizin im Alkohol, ist es erlaubt? Nein, es ist nicht erlaubt. Ha Sheikh, هذا مريض قالوا دهن الخنزير. Also, oh Sheikh,
der ist krank, so müssen wir ihn mit Schweinen einreiben. لا ما يصلح. Nein, ist nicht erlaubt. ما نهيتكم اجتنبوه. Was ich euch verboten habe, so lasst es. إن الله لم يجعل شفاء أمتي في محرم عليه. Allah سبحانه وتعالى bringt keine Heilung in den Sachen, die er verboten erklärt hat. إذا عرفنا هذه القاعدة. So jetzt kennen wir diese Grundlage. النهي يبتعد عنه. Das Verbotene, dann müssen wir والنهي في الاستطاعة. Und das machen wir so, wie wir es schaffen. الترك في الاستطاعة. Das Verlassen oder das Ablassen, so wie wir es schaffen. والأمر قد يستطيع وقد لا يستطيع. Und das Befehlen, von dem kann man was schaffen und vielleicht auch manchmal eventuell nicht, was nicht schaffen. صل قائما. Stehend beten zum Beispiel. ما استطاع. Hat er nicht geschafft. صل جالس. So betet man sitzend. ما استطاع. Hat es nicht geschafft. صل مضطجع. So bete liegend. صوم رمضان. Bete fast im Ramadan. مرحبا. Willkommen. ما استطاع. Wenn es nicht schafft. يفطر. So ist. عدة من أيام أخرى. Und wiederhole es in anderen. لكن ما هو كل واحد يقول أنا ما أستطيع. Aber nicht jeder kann sagen, ich schaffe es nicht. يأتي رمضان ويقول أنا ما أستطيع. Es kommt Ramadan und sagt, nein, ich schaffe es nicht. لا ما هو صحيح. Nein, das ist falsch. كلنا نصوم. Jeder von uns fastet. كلكم تستطيع. Jeder von euch schafft es zu fasten. أنا أمس صمت. Ich habe gestern gefastet. ورأيتموني. Und ihr habt mich gesehen. ما في شيء. Kein Problem. ما مرت. Ich bin nicht krank geworden. ولا تعبت. Und ich bin nicht müde geworden. بل حمدت الله. Ich habe Allah gedankt. ولو كان رمضان هنا أصومه كله. Wenn ich jetzt Ramadan hier wäre, würde ich den komplett hier auffassen. فهمتم ولا لا؟ Habt ihr verstanden? وأتيت لكم بمسألة. Und ich bin euch mit einer Sache gekommen. أمس. Gestern. إذا كان الشخص يعمل. Wenn jemand arbeitet. ويتعب. Und sehr, sehr müde wird. وليس عنده مصدر رزق. Und er hat keine andere Möglichkeit. إلا هذا العمل. Außer dieser Arbeit. وتعب. Und er ist müde. لكن ما يبدأ الفطر من الصباح. Und er schafft es nicht. وإنما يبدأ الصوم. Aber er fängt nicht morgens an zu fasten, sondern فإذا an zu جاء الظهر. Und wenn dann الظهر kommt, Mittagsgebet. أو العصر. Oder Nachmittagsgebet. وداخا. Und der völlig weg ist. وغمي عليه. Und er wirklich أو كاد. Schwarz vor Augen wird. هايفطر. Dann darf er essen. لا شيء عليه. Es ist nichts dabei. واضح؟ Ist das klar? دين يسر. Unser Religion ist leicht. ثم قال الشيخ البخاري رحمه الله البخاري باب ما يكره من كثرة السؤال das Kapitel was von der vielen Frage gehasst ist وتكلف ما لا يعنيه und das sich auferlegen was man sich nicht auferlegen sollte تكلف السؤال معناه السؤال الذي لا فائدة منه die vielen Fragen das bedeutet hiermit die Frage in der kein Nutzen steckt ويتكلف كذلك ما لا يعنيه ما لا يهمه aufzuerlegen was er sich nicht auferlegen muss يسأل عن أشياء لا تفيده er fragt Sachen die ihm nichts bringen أيوة ينبغي الإنسان يكون حذر so obliegt es dem Menschen dass er achtsam ist ها هنا hier لا يسأل عن أشياء كما قال إن تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم نعم لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم يعني لا يسأل الشيء وإذا بين له يغضب fragt nicht nach einer Sache die wenn ihr die Antwort bekommt sowieso sauer werdet الله يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم Allah sagt im Koran fragt nicht für Sachen fragt nicht nach Sachen nach wenn ihr die Antwort bekommt dass ihr dann ويقول المصطفى der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagt إن من أعظم الناس جرما عند الله جرما عذابا diejenigen die bei Allah سبحانه وتعالى am gewaltigsten bestraft werden ذنبا وعذابا sündhaft sind und bestraft من أعظم الناس جرما عند الله diejenigen die am meisten bestraft werden bei Allah und schlimm sind من سأل عن شيء لم يحرم wer nach einer Sache fragt die nicht verboten ist فحرم لأجل مسألته so wird es sie verboten gemacht wegen dieser Angelegenheit. يسأل عن أشياء ما هي جيدة فيحرم. So fragt er nach Sachen, die nicht gut sind, und dann werden sie zum Verbot erklärt. ولذلك الإنسان ينبغي أن يقصر. Deswegen obliegt es dem Menschen, dass er في الأسئلة. Dass er behutsam ist bei Fragen stellen. لأن الشيطان يوسوس. Weil der Satan einflüstert.
ويأتي له بأسئلة. Und er ihm dann auch mit Fragen kommt, dieser Shaitan. كما سنرى إن شاء الله. So wie wir ihn sehen werden. قال حدثنا الحسن بن صباح حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون لن يبرح الناس يتساءلون يعني يأتيهم الشيطان يوسوس لهم أليس كذلك ولا لا؟ حتى يقول هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله؟ So der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagt, die Leute werden nicht eher kommen und fragen, bis dann der Satan kommt. Das ist die Erklärung, bis dann der Satan kommt und sagt, Allah hat uns alle erschaffen. Wer hat Allah erschaffen? Allah عز وجل خالق كل شيء. Allah hat alles erschaffen. لم يخلقه أحد. Niemand hat ihn erschaffen. بل هو الخالق. Aber er ist der Erschaffer. كما قال جل وعلا. So wie Allah sagt. الله خالق كل شيء. Allah hat alles erschaffen. وهو على كل شيء وكيل. Und er ist für alles verantwortlich. فالشيطان يأتي. Dann kommt der Satan. يأتيك بالتسلسل. Er kommt zu dir mit der Kette. هذا جاء هذا الرجل من فلان. Dieser Mann ist von einem anderen. وفلان جاء من فلان. Der andere ist von einem anderen gekommen. وفلان جاء من فلان. Und so weiter. والله خلق آدم. Und Allah hat Adam erschaffen. من خلق الله. Wer hat Allah erschaffen? هذا من الشيطان. Das ist vom Shaitan, vom Satan. يقول استغفر الله. Da sagt man, wir suchen Zuflucht bei Allah. استغفر الله. وهكذا. يعني الأسئلة قد يأتي يقول هذا اهتدى. So kommen Fragen und sagen, derjenige wurde recht geleitet. من هداه? Wer hat ihn recht geleitet? من علمه الدين? Wer hat ihm die Religion واحد gezeigt? آخر. Jemand anders. من علم الآخر? Wer hat den anderen gezeigt? من علم الثاني? Wer hat den anderen wieder gelehrt? الله عز وجل يعلم الناس. Allah lehrt. وعلم آدم الأسماء كلها. So hat Allah Adam alle Namen beigebracht. ولذلك الإنسان يسأل الله. So deswegen fragt الدعاء طيب. Und الدعاء جيد. Und die دعاء ist was Gutes. والسؤال ليس جيد. Die Frage ist nicht gut. والوسواس ليس جيد. Und die Einflüsterung ist auch nicht gut. إذا يسأل الإنسان يسأل ما يهمه في الدين. Wenn ein Mensch fragt, so soll er fragen, was ihm in seiner Religion nützlich ist. الآن بعض الناس يسأل. Jetzt gibt es ein paar Leute, die fragen. ولا سيما أهل البدع. Und hauptsächlich die Leute der Neuerung. أضرب لكم مثال. Gib euch jetzt ein Beispiel. يقولون أنتم تقولون البخاري صحيح. Sie sagen, ihr sagt, البخاري ist authentisch. مو كذا ولا لا؟ Ist nicht so. البخاري إيش؟ صحيح. البخاري ist authentisch. طيب البخاري معصوم؟ Die Frage ist Bukhari frei von Sünde ist Bukhari perfekt? معصوم؟ Ist er perfekt? ليس معصوما. Ist nicht fehlerfrei. يمكن يخطئ. Macht vielleicht Fehler. ها؟ يمكن يخطئ. Macht Fehler vielleicht. أيوة. طيب يمكن الحديث هذا مخطئ. Vielleicht sind ja diese Hadithe falsch. كيف تعتمدوا؟ Wie könnt ihr euch darauf stützen? شوفوا الشيطان. Seht ihr den Satan? عرفتم كيف ولا لا؟ يشكك. الشيطان macht immer ein. البخاري رحمه الله. Der Bukhari. أثنى عليه العلماء. Die Gelehrten haben ihn gelobt. واختبروه. Und ihn getestet. وامتحنوه. Und ihn geprüft. وجدوه جيد. Und sie haben ihn für حتى قالوا sehr gut gefunden. آية من آيات الله. Bis sie sagten, er ist ein Zeichen von Allah. أخرجه الله عز وجل لحفظ السنة. So hat Allah سبحانه وتعالى ihn hervorgebracht, um die Sunna zu والعلماء كانوا يختبروا. Und die Gelehrten haben ihn geprüft. ولذلك قال الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. Allah gesagt, wenn euch ein Frevler kommt, so انتبه يا خالد. Mit einer Angelegenheit, so deckt das auf. إذا جاءكم شخص. Wenn jemand kommt. نتعرف عليه. So werden wir ihn kennenlernen. نتأكد منه. Wir werden uns über ihn. يريد الخير. Wenn er Gutes will. يريد الهداية. Wenn er die Rechtleitung will. نضعه هنا. So machen wir ihn über unseren Kopf. يريد الشر. Wenn er das Schlechte will. يريد الفتنة. Und wenn er die Zwietracht will. نكون حذرين. So sind wir vorsichtig. أليس كذلك ولا لا؟ Ist es denn nicht so? إذا كان يريد الخير والهداية أخونا. Wenn er dann das Gute und die Rechtleitung will, ist es unser Bruder. إذا يريد الشر. Schlechte will. محذر منه. So warnen wir vor ihm. اتق الله. Fürchte Allah. خاف ربك. Habe Angst vor deinem Herrn. لا تمشي في الشر. Lauf nicht auf dem Schlechten. ننصحه. Wir geben ihm Ratschlag. إن استمر. Und wenn er weitermacht. نستعين بالله عليه. So suchen wir Zuflucht bei Allah vor ihm. عرفتم ولا لا؟ Kennt ihr es jetzt? يعني نتأكد
machen uns klar ونتحرى und wir überzeugen uns هذا الصحيح und das ist richtig في بعض الأسئلة جيد es gibt nah. gute Fragen طيب ثم قال حدثنا محمد بن عبيد ابن ميمون حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة so sagte er, wir waren mit dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم في حرث هذا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه الله mit ihm zufrieden sein يخبر أنه كان مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في زرع auf einem Getreidefeld كان يمشي مع الرسول في زرع ist auf einem Feld gelaufen mit dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم في زرع بالمدينة in Medina Propheten in der Stadt وهو يتوكأ على عسيب und er stützt sich auf يعني عصا er stützt sich an einem Stock auf عصا عود جريد يمسك ويمشي er läuft damit عرفتم معنى يتوكأ على عسيب فمر بنفر من اليهود so ist er an ein paar Juden vorbeigekommen هو يمشي بالعصيب er läuft mit diesem Stock في يهود جالس und es ist ein Jude der sitzt مر عليهم so ist er vorbeigelaufen لما مر عليهم قال بعضهم so sagten ein paar von ihnen سلوه عن الروح fragt ihn über die Seele بعضهم يقول سلوا محمد عن الروح هم يظنون أنهم أعلم الناس so weil sie denken sie sind die wissendsten يريدون يمتحنوا الرسول sie wollten den Propheten prüfen يختبروا الرسول sie wollten ihn testen قال سلوه fragt ihn وقال بعضهم لا تسألوه ein paar von ihnen sagten fragt ihn nicht لا يسمعكم ما تكرهون so wird er euch was sagen was ihr hasst لن ينجيكم شيء تكرهونه so wird er vielleicht euch was sagen was ihr hasst امسكوا شوفوا السفهاء seid ruhig seid ruhig فقاموا إليه so standen sie zu ihm auf قاموا إيش فقالوا يا أبا القاسم so sagten sie oh, أبو قاسم كان ولده يسمى إيش القاسم sein Sohn hieß Qasim وينادى بكنيته und so wurde er mit seiner Kunja berufen إذا كان رجل عنده ولد يقال يا أبا فلان wenn ein Mann ein Kind hat so wird es gerufen der Vater von dem Kind يا أبا عبد الله Vater von Abdullah يا أبا محمد und so weiter يا أبا زيد هذا كله فقالوا له يا أبا القاسم حدثنا عن الروح so sagten sie zu ihm oh Vater von Qasim Erzähl uns von der Seele. سألوه ولا ما سألوه؟ Haben sie ihn gefragt oder nicht? فقام ساعة ينظر. So stand er eine Stunde da und sah und blickte. قام ساعة ينظر. Stand da eine Stunde und blickte. فعرفت أنه يوحى إليه. So wusste ich, dass ihm Eingebung جاءه الوحي. Es kam die Eingebung. لا يتكلم إلا بعلم. Er redet nicht außer mit Eingebung. ما عنده علم يسكت. Außer mit Wissen. Wenn er nicht wissen hat, فلما سألوه عن الروح als sie ihn fragten über die Seele, قال سألوه فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه dann wussten wir, dass, هذا أنس يقول أنس sagt, dann wusste ich, dass er فتأخرت عنه so habe ich gewartet خليته هو وأنا بعد شوي ich habe gewartet und habe mich distanziert الوحي ينزل الآن da die Eingebung kommt حتى صعد الوحي bis die Eingebung weg war معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الروح bedeutet, dass Prophet صلى الله عليه وسلم fragten, so blieb er stehen. ما تكلم. Hat er nicht geredet. سكت. War ruhig. سكت. ثم في سكوته dann mit seiner Ruhe, als er ruhig عرف أنس so أنه الآن سيأتيه الوحي. So wusste Anas, dass jetzt er gerade Wahi bekommt. وأن جبريل يكلمه. Und dass Gabriel gerade mit ihm redet. وجبريل ملك. Und Gabriel ist ein Engel. فلما انتهى ورفع رأسه صلوات الله وسلامه عليه أيوة جاء قال فلما صعد الوحي ثم قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا سبهم ولا ما سبهم؟ hat er sie beschimpft oder nicht? ما أوتيتم من العلم إلا قليلا يا معشر اليهود. so hat er gesagt, oh ihr Juden. وتسألوا عن الروح؟
Euch wurde nur wenig Wissen gegeben. والروح من أمر الله. Und ihr fragt nach der Seele und die Seele sind Sachen. قال العلماء. Die Gelehrten sagen. لماذا سألوه عن الروح؟ Warum fragten sie ihn über die Seele? لأن الروح قيل هو جبريل. Warum? Weil es wurde gesagt, dass die Seele Gabriel ist. وهم لا يريدون جبريل. لا يحبون جبريل. Sie wollten nicht Gabriel. Sie mochten ihn nicht. يقول لا نريد جبريل. Sie sagen, wir wollen kein Gabriel. أليس كذلك؟ Ist das nicht so? لا نريد إيش؟ جبريل. فسألوا عن الروح فقال الروح من أمر ربي. جبريل. ميكائيل. إسرافيل. أي ملك من الله جل وعلا. ليس على رأيكم يا يهود. تريد ما نريد جبريل. والسبب ورد في حديث. Und der Grund ist in einem Hadith gekommen. أنه أول ما جاء المدينة. Erste Mal, als er nach Medina gekommen ist. جاءوا إليه. Sind sie zu ihm gekommen? لما عرفوا أنه نبي. Weil sie wussten, dass er. قالوا نسألك عن أمور. Wir fragen dich über Sachen letzten Mal nach. إن أجبتنا إليها عرف أنك نبي. Wenn du uns geantwortet hast richtig, dann werden wir glauben, dass du ein Prophet bist. أخذ عهد الله قال أخذ عهد الله. أخذ عليهم عهد الله قال عاهدوا أن إذا أجبتكم عن الأسئلة تسلموا. So sagte er zu ihnen, bezeugt vor Gott, dass wenn ich euch das erklären werde, dass ihr dann Muslime werdet. قالوا نعم. Eine Abmachung, sagten sie, nein, ja. سألوا أسئلة كثيرة. Haben sie viele Fragen gestellt. الرسول يجيب. Der Prophet antwortet. آخر شيء قالوا باقي سؤال. Die letzte Sache war dann, als sie gesagt haben, إن أجبتنا. Die letzte Frage, wenn du diese jetzt beantwortest, dann sind wir mit dir. وإن لم تجبنا. Wenn du diese nicht beantwortest. نحن منفرق. Dann sind wir gesplittet. قالوا من يأتيك بالوحي. So sagten sie zu ihm, wer gibt dir diese Eingebung? الذي ينزل لك بالوحي من فوق. من هو؟ Wer ist derjenige, der mit der Eingebung von oben nach unten kommt? قال جبريل. So sagte er Gabriel. قالوا خلاص ما نريد. So sagten sie fertig, wir haben keine Lust mehr. ما دام جبريل ما نريد. So, wenn es Gabriel ist, dann wollen wir nicht. Dann akzeptieren wir es nicht. لماذا؟ Warum? قالوا جبريل يأتي بالعذاب. Weil sie wussten, dass Gabriel mit der Strafe kommt. لو قلت ميكائيل. Wenn du sagen würdest, Michael, يمكن يجاوبك. Dann vielleicht. يريدون الدين على إيش؟ Sie wollen ihre Religion auf was? على رأيهم. Auf ihrem Interesse. يريدون الله يمشي على رأيهم. Sie wollten, dass das so läuft, wie sie es wollen. أنزل الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. So hat Allah سبحانه وتعالى abgesandt, wer der Feind Allahs, seinen Propheten, Michael und Gabriel ist. لأن الملائكة ما تتنزل إلا بأمر الله. Weil die Engel nicht herabgesandt werden, außer mit dem Befehl Allahs. الله اصطفى جبريل. Allah hat Gabriel auserwählt. تقولون لا يا ربي ما نبغى جبريل. Sagt ihr zu ihm, nein, wir wollen, oh Herr, wir wollen Gabriel nicht. ما يجوز. Das ist nicht erlaubt. لو أن الله اختار بينكم شابا. So wenn Allah zwischen uns einen jungen erwählt, herauserwählt und ihm Wissen gibt. وأعطاه الله علم. Und ihm Wissen gibt. وأعطاه الله فهم. Und Verständnis gibt. وهو فقير. Und er ist arm. تقول ما نبغى هذا الفقير. Sagt ihr zu ihm, wir wollen den Armen nicht. ما يصلح. Das ist nicht richtig. الله عز وجل يعطي من يشاء. Allah gibt wem er will. أليس كذلك ولا لا؟ Nicht so. كثير من الناس كانوا فقراء. Waren arm. ابن باز. ابن باز. في تاريخه. In seiner Geschichte. كان يبيع. Der hat verkauft. يبيع الحوائج في السوق. Sachen auf dem Markt verkauft. فتح الله عليه بالعلم. Allah hat ihm Wissen gegeben. صار عالم كبير. Er ist ein großer Gelehrter geworden. نقول ليه هذا كان يبيع ما ناخذ علمه؟ لا. Sagen zu ihm, ja, der hat doch früher verkauft, warum ist er jetzt wissen? الشيخ الألباني. الشيخ الألباني. كان يصلح الساعة. Der hat die Uhren repariert. أليس كذلك ولا لا؟ War es nicht so? كان يصلح إيش؟ Der hat die Uhren repariert. Die Uhren. يشتغل. Er hat gearbeitet. هل يقال هذا ما هو عالم يشتغل ساعة؟ Wird zu ihm gesagt, ja, der ist kein Gelehrter, weil er. ولذلك كثير من الناس يجي. Viele von den Leuten kommen. يشوف شخصا يتكلم. Die sehen jemand, der redet. يقول أنت كيف تتكلم؟ Und die sagen zu ihm, warum redest du? مين شيخك؟ Wer ist dein Gelehrter? يا شفتم كيف ولا لا هذا إيش حسد؟ Das ist was, das ist Hass. فيه شبه من اليهود. Das ist eine Art von den Juden. من زكاك؟ Wer hat dir Tesque gegeben? من فين جبت العلم؟ Wo hast du das Wissen her? الله يعطي العلم. Allah gibt Wissen. وأنت أنت عندك علم ولا لماذا تسأل؟ Warum? Du hast du Wissen? Warum fragst du? يا عبد الله تتق الله. Oh, diene Allahs Fürchte. كثير من الناس. Viele von den Leuten. يصدون عن سبيل الله. Sie wollen die Leute von auf dem von der Straße abhalten.
أبداً. في dieser Art und Weise. ننظر الرجل. Wir schauen uns den Mann an. تكلم كلام جيد في الكتاب والسنة. Gutes Wort über Koran und Sunna, dann ist es willkommen. خلط. So wird er dann vermischt und sich dreht. غلط. Und viele Fehler macht. غلط. Fehler macht. نصلح له. So werden wir ihn, dass es besser wird. إن شاء الحمد لله. Wenn es okay ist, dann lassen wir. إن عاند وكابر. Und wenn er sich dagegen wehrt, dann nein. كلنا نخطئ. Wir machen alle Fehler. نرجع. Wir gehen zurück. أليس كذلك ولا لا؟ كثير من الصحابة رجعوا. Viele von den Gefährten rجعوا. Viele von den Tabi'in sind. شيخنا الألباني. Unser Sheikh Al-Albani. رحمه الله. في أحاديث يصحح ينبه بعض الطلاب كذا كذا يرجع لباس يرجع هكذا أما نصد عن سبيل الله هذا لا يجوز نقول أنت من زكاك من فين جبت العلم ويحفظ القرآن Der ist, kann Koran auswendig. ما شاء الله أمس واحد قرأ قرآن جميل جدا. Letztens hat gestern أنا فرحت. Koran sehr schön rezitiert. فين قرأت؟ قال الإذاعة. Und dann wurde gefragt. أسمع الإذاعة وأقرأ. Er hat gesagt, ich habe schon Kassetten gelernt. هذا طيب. Das ist gut. ممتاز. Sehr gut. فنسأل الله أن يعطينا من فضله. Und wir fragen Allah, dass er uns von seinen Vorsätzen. أما أن نصد عن سبيل الله لا. Dass wir von Allah abhalten, nein. هذا يدل على أن في قلبي حسد. Das bezeugt, dass er in seinem Herzen Hassheit hat. نسأل الله السلامة والعافية. Wir fragen Allah nach dem Leicht. فهمتم يا إخوتاه؟ Habt ihr verstanden, Brüder? هذه الحديث الذي ساقنا إليه قوله صلى الله عليه وسلم لا يسألونك عن الروح. Sie fragen dich nach der Seele. قل الروح من أمر ربي. So sagt die Seele ist von den وما أوتيت من العلم إلا قليلا. Und ich habe euch von dem Wissen nur wenig gegeben. نسأل الله أن يهدينا وإياكم. ثم قال الشيخ باب ما يكره من التعمق. So, danach sagte der Sheikh التنازع في العلم. Was in dem was gehasst ist von dem Übertreiben im Wissen. جاءت الأحاديث. جاءت أخيراً إيش؟ وزع للطلاب. هذه لا هذه اللي كنت إيش؟ وزع للطلاب وزع للطلاب. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين جاءتكم المذكرة والأحاديث نقرأها. So, ihr habt jetzt die Schriftstücke bekommen mit den Hadithen, so lesen wir das vor. قال باب ما يكره. Kapitel ist von dem, was gehasst ist. من التعمق. Von dem Übertreiben. والتنازع في العلم. Von dem Übertreiben und dem Streiten im Wissen. والغلو في الدين. Und das Übertreiben in der Religion. والبدع. Und der Erneuerung. معنى التعمق تشدد. Bedeutung von تعمق ist, dass man übertreibt. تشدد. Dass man übertreibt. والشدة. Und dass man hart ist. والغلظة. Und stur ist. وأن يأخذ الناس بالقوة. Und dass man die Leute mit der Gewalt holt. لا. لا بد من الرفق. Man muss sanftmütig sein. إن الله رفيق. Denn Allah ist sanftmütig. يحب الرفق. Er liebt die Sanftmütigkeit. فإذا كان الرجل عنده غلظة. Wenn jemand hart ist. وعنده شدة. Und übertreibt. يدعو الله. Und er ruft zu Allah auf. يا ربي ارزقني الرفق. Und er ruft Allah an. Oh Allah, gib mir. Dann soll er Allah rufen. Oh Allah, gib mir die Sanftmütigkeit. يا ربي اجعلني رفيقا. So mach mich sanftmütig. يا ربي اجعلني رحيما. Oh Allah, mach mich barmherzig. الله يسمع إن شاء الله. Allah hört. فهمتم هنا البخاري بوب. Versteht ihr? Bukhari hat hier Kapitel gemacht. الاعتصام بالكتاب والسنة. Festhalten an Koran und Sunna. أنه عدم التعمق. Dass man nicht übertreibt. عدم التشدد. Nicht übertreibt. عدم الغلو.
nicht übertreiben. Al-Ghulu wa Ziyada. Das Übertreiben und mehr. Tashaddud wal-Ghulu fi ad-Din. Das hartnäckig sein und übertreiben. Wal-Bid'ah. Und die Erneuerung. As'an ujirna wa iyakum min al-Bid'ah. Möge Allah uns schützen vor der Erneuerung. Qala rahimahullah. Er sagt rahimahullah. Haddathana Umar ibn Hafs. حدثنا قال حدثني أبي حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها هذا سند إلى عائشة أم المؤمنين عائشة sagte das ist jetzt die Überlieferungskette die gehört hat bis zu عائشة قالت صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا Sie sagte, der Prophet Muhammad hat etwas getan. يعني عمل عملا رخصة. Er hat etwas getan, eine Erleichterung gebracht. يعني في رخصة في الدين وفي عزيمة. Es gibt eine Erleichterung in der Religion. أضرب لكم مثلا. Ich gebe euch ein Beispiel. الصيام في السفر. الفطر في السفر. Das Essen auf der Reise. رخصة. Ist eine Erleichterung. لكن لو صام. Aber wenn er fast, wenn er fasten würde. جائز عزيمة. So ist es erlaubt. Es ist eine Anstrengung. Wenn es nicht zu hart für ihn wird. Es gibt eine Anstrengung, es gibt eine Erleichterung. Das Fasten ist richtig. Und das Essen ist auch richtig. Ist klar oder nicht? Das ist eine Erleichterung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat eine Erleichterung gebracht. قالت صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه. So hat, so sagte sie, der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat eine Sache gemacht. وتنزه عنه قوم. Und von dieser Sache sind Leute abgegangen. يعني ناس تشددوا. Leute haben übertrieben. قالوا ما نبغى الرخصة. Wir wollten diese Erleichterung nicht. كذا ولا لا؟ Ist es so oder nicht? تنزه يعني تشددوا. Sie haben übertrieben, sie waren hart. قوم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. So hat das den Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم erreicht. فحمد الله. So hat er Allah gedankt. ثم قال ما sagte er ما بال أقوام was denkt ihr über Leute يتنزهون عن الشيء die sich von einer Sache lossagen oder entfernen أصنعه أنا أفعل شيء وهم يقولوا لا ما أنا und ich diese Sache mache und sie sagen شددوا sie haben übertrieben عرفوا بالتشديد sie verstanden was übertrieben ist ها قال ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه فوالله الله إني أعلمهم بالله وأشدهم بالخشية. Ich bin der von ihnen, der am meisten Wissen hat gegenüber Allah, von Allah, am meisten Kenntnis hat von Allah, und ich bin der Allah am meisten fürchtet. أيوة. جي. يعني صنع شيئا. Er hat eine Sache gemacht. قيل هذا الشيء. Es wird gesagt, dass diese Sache. أنه صلى الله عليه وسلم. Ist der Prophet صلى الله عليه وسلم. يصبح جنبا من غير احتلام. So dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam unrein wird aus ohne ihtilam ohne في رمضان مرة معنا الحديث أمس das dieser Hadith den haben wir bereits schon durchgenommen ويصوم ولا يفطر und er fastet وإن كان الأصل أنه يغتسل قبل الفجر auch wenn der Ursprung ist dass er sich vor dem Fajr إذا كان عنده جنابة weil wenn er unrein ist الأفضل das Beste أن يغتسل قبل الفجر dass er sich vor dem Fajr wäscht لكن لو أخر الغسل حتى أذن الفجر. Aber er hat den Ghusl bis zum Adhan al-Fajr hat er ihn aufgeschoben. لا شيء عليه. Da ist auch nichts dabei. صيام صحيح. Sein Fasten ist richtig. الرسول فعل. Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat es gemacht. لما فعل الرسول وبعض الناس قالوا لا الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه. Als der Prophet das gemacht hat, haben viele gesagt, nein, dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم wurden eh schon alle Sünden vergeben. شددوا على أنفسهم. So haben sie sich, also haben sie sich schwer gemacht. الرسول قال رخصة. Der Prophet صلى الله عليه وسلم hat es leicht gemacht. لماذا تفعل هكذا؟ Warum macht ihr das? ما بال أقوام. Was denkt ihr über Leute? يتشددون. Sie übertreiben. هذا ذم لهم. Das ist eine Kritik. البخاري ساق الحديث. Bukhari hat einen Hadith gebracht. حتى يقول لا تشددوا. Das gesagt, damit gesagt. فيشدد الله عليكم. Wird Allah euch mit euch übertreiben. كما فعل الله مع اليهود. So wie es Allah mit den Juden gemacht hat. عرفتم اليهود ماذا صنعوا؟ Wisst ihr, was die Juden getan haben? لما شددوا. Als sie übertrieben haben. لما أمرهم الله أن يذبحوا بقرة. Als Allah سبحانه وتعالى ihnen befohlen hat, dass sie eine Kuh schlachten. قال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. موسى zu ihnen gesagt, Allah befiehlt euch, dass ihr eine Kuh schlachtet. كيف هذا؟ لماذا يذبحوا بقرة؟ Warum sollen sie eine Kuh schlachten? قيل. So wurde gesagt. إنه وجد قتيل بين قريتين.
Es wurde jemand ein Mörder في بني إسرائيل وجد رجل قتيل. Es gab jemand der gemordet hat. في الصباح ما عرفوا من قتله. Getötet worden ist und zwar am Morgen. وأرادوا يتقاتلوا. Und sie wussten nicht wer ihn getötet hat, so wollten sie ihn töten. موسى قال لا وقف. So sagt Musa nein, bleib stehen. سأل الله. Fragte er Allah. قال يا ربي كيف نشوف هذا القاتل؟ Aha. Und so sagte Allah, oh Allah, wie können wir jetzt diesen Mörder machen? قال لهم خليهم يذبحوا بقرة. So sagte er ihnen, lasst sie eine Kuh schlachten. قالوا أتتخذنا هزوا؟ يعني يا موسى أتتخذنا هزوا؟ يعني تضحك علينا؟ تستهزئ بنا؟ So wurde gesagt, oh تقول اذبحوا بقرة؟ نعم. So wurde ihm Musa gesagt, ja, lasst uns jetzt aus. ما لون البقرة؟ Was ist die Farbe der Kuh? ما شكل البقرة؟ wie soll diese Kuh aussehen, die wir schlachten sollen? يلعبون. Ja, sie spielen. شددوا. Sie haben übertrieben. شدد الله عليهم. So hat Allah mit ihnen übertrieben. قال الله ما يمكن يبين القاتل حتى تجيبوا بقرة صفراء فاقع لونها. So hat Allah gesagt, es kann dieser لا شية فيها. Mörder wird nicht auferstanden. ولا شعر بيضاء. Bis hier eine goldene Kuh, eine gelbe Kuh. صفراء. Gelbe Kuh. لا هي كبيرة. Keine große Kuh. لا هي صغيرة. Und nicht klein. معتدلة. Mittelmäßig. شددوا. شدد الله عليه. So haben, wenn sie übertrieben haben, so hat Allah jetzt mit ihnen übertrieben. وإلا أنتم كفرة. كفار إذا ما أجابوا. Wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr Ungläubige. ذهبوا يبحثوا عن البقرة الصفراء فاقع لونها لا شية فيها. بحثوا. So sind sie dann gegangen, die Juden, und haben nach dieser Kuh gesucht. وجدوها عند رجل واحد. Und sie haben sie nur bei einem Mann gefunden. قال الرجل لا أبيعكم هذه البقرة. So hat der Mann zu ihr gesagt, ich werde euch diese Kuh nicht verkaufen. حتى تملأوا جلدها ذهبا. Bis ihr ihre Haut mit Gold überzieht. تملأوا جلدها ذهبا. Bis ihr ihre Haut mit Gold überzieht. بعد أن تذبحوها. Nachdem sie ihr geschlachtet habt. فذبحوها وما كادوا يفعلون. Und dann fast haben sie es nicht getan. فذبحوا البقرة وما كادوا يفعلون. Und sie haben die Kuh geschlachtet und fast haben sie. قالوا ذبحنا البقرة. Sie haben gesagt, wir haben die Kuh geschlachtet. إيش نسوي؟ Was machen wir jetzt? قلنا ضربوه ببعضها. So wurden gesagt, so. خذوا وصل لحمة. قطعة. نعم. يضربوها ببعضها. يعني خذوا قطعة لحم من البقرة وأضربوا الرجل. Nimmt ein Stück von dieser Kuh und schlägt diesen Mann damit, mit diesem Stück von der Kuh. فلما ضرب الرجل als sie, den Mann, als sie diesen Mann schlugen, so stand er auf. حي lebendig. وقال قتلني فلان. Und so sagte er, mich hat der und der getötet. أيوة. بان الحق ولا ما بان. So ist die لكن بعد التشديد. Aber danach als hart geworden wurde. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. لو أخذوا أي بقرة. Wenn sie irgendeine Kuh genommen hätten. أجزأهم ذلك. أجزأهم كفاهم. Dann hätte es ihnen gereicht. يكفيهم لو أخذوا أي بقرة. Hätte es ihnen gereicht, wenn sie irgendeine. لكن لما شددوا. Aber als sie übertrieben haben. شدد الله عليهم. So hat Allah mit ihnen übertrieben. ولذلك نحن لا نشدد. Deswegen sind wir keine Übertreiber. الرسول قال لا تشددوا. Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagt. كما شدد بني إسرائيل. So wie die Kinder Israels übertrieben haben. خليكم سهلا. Bleibt leicht. يسيرا. Leicht. إن هذا الدين رفيق. Diese Religion ist sanftmütig. إن هذه الحنيفية سمحة. Diese Hanifia ist leicht. أحسنكم خلقا. Die besten von euch sind mit dem guten Akhlaq. أكرمكم لينا. Und die gutmütigsten von euch. يجب أن ليس التيسير أن نأخذ ما حرم الله. Das leicht machen bedeutet nicht, dass wir das nicht machen, was Allah verboten gemacht hat. وإنما الدين فيه رفق. Aber in der Religion gibt es Sanftmütigkeit. فيه علم. Und gibt Wissen. فيه حكمة. Und Weisheit. وفيه يسر وسهولة. Und es gibt Leichtigkeit auch. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين. Machen wir Allah, dass er uns Wissen macht. فهنا الرسول ماذا قال؟ صلوات الله تنزه أصنعه فوالله إني أعلمهم بالله. So sagte er, bei Allah, ich bin derjenige, der am meisten Wissen hat. وَأَشَدُّهُمْ لَهُمْ خَشْيَةً. Und ich bin der, der am meisten Furcht vor Allah hat. ثم قال باب إثم من آوى محدثا. Danach sagte er das Kapitel,
اسم من آوى محدثا يعني Sündhaftigkeit wenn man die einem Frevler verhilft حماء المحدث نعم نصر المحدث einem Frevler verhilft جل أجلسه في بيتي dass man zum Beispiel ihm verhilft dass er in der Wohnung bei ihm lebt المحدث المبتدع المحدث ist derjenige der eine Erneuerung gemacht hat الذي إيش يبتدع بدعة derjenige der eine Erneuerung هذا يدل على أنه يجب أن تبتعد عن البدعة Das ist der Beweis dafür, dass ihr euch von der وأصحابها. Von den Leuten von ihr. لا يمشي أحدكم مع المبتدع. Keiner von euch darf mit einem der Erneuerung laufen. يا مبتدع. O Erneuerer. توب إلى الله. Mach Tauba. اترك البدعة. Mach Tauba zu Allah und lass diese Bid'ah. عليك بالسنة. So, dir obliegt es der Sunna zu folgen. إذا جاءت السنة. Wenn die Sunna kommt. راحت البدعة. Dann geht die Bid'ah weg. إذا جاءت البدعة راحت السنة. Wenn die Bid'ah kommt, dann geht die Sunna weg. هكذا. ما يمكن. تجتمع السنة مع البدعة. Es kann nicht sein, dass die Bid'ah und die Sunna gleich werden. احمدوا الله أنكم من أهل السنة. Seid froh, dass ihr von den Leuten der Sunna seid. ما بينكم واحد مبتدع. Zwischen euch ist keiner, der erneuert. إذا في مبتدع ما نريده. Wenn hier einer ist, der erneuert, so wollen wir ihn nicht. يقوم يخرج من بيننا. Soll jetzt aufstehen und gehen. ما نريد المبتدع. Wir wollen keine Erneuerer. فهمت ولا لا؟ Habt ihr verstanden? لأن الرسول قال إثم من آوى محدثا. Denn der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagt, dass die Sünde. نسمع ماذا يقول. Sonst hören wir, was er sagt. روي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل. حدثنا عبد الواحد. حدثنا عاصم. قال قلت لأنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. حتى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مدينة verboten erklärt. مدينة معروفة. مدينة bekannt. مدينة المصطفى. صلى الله عليه وسلم. Die Stadt des Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. أيوة. هذه المدينة المباركة. Das ist die Segenheit des. يسأل. Er fragt. عاصم يسأل أنس. عاصم fragt أنس. يقول له الرسول حرم المدينة. So sagt er, hat der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم Medina verboten erklärt? قال نعم. Sagt er ja. قال نعم. ما بين كذا إلى كذا. So sagt er ja zwischen da und da. لا يقطع الشجر. Dass man keine Bäume fällen darf. ومن أحدث فيها حدثا. Und wer dort حدث. بدعة. أحدث بدعة. Nein. Und wer dort eine Erneuerung macht. من أحدث حدثا. Wer eine Erneuerung macht. عمل بدعة. Eine بدعة macht. فعليه لعنة الله. So verflucht ihn Allah. والملائكة. Und die Engel. والناس أجمعين. Alle Leute. أيوة. شفتم ولا لا؟ قال عاصم. Sagt عاصم. فأخبرني موسى بن أنس. أنه قال أو آوى محدثا. So hat Musa ibn Anas ihm gesagt. يعني أحدث حدثا أو آوى محدثا. Oder einem der eine Bid'ah macht hilft. إذا حدث حدثا جاب حدثا اخترع بدعة. Derjenige der eine Bid'ah macht. هذا عليه اللعنة. So ist auf ihm der. وكذلك من آوى المحدث. Und genauso wenn man einem verhilft der Bid'ah. نصر المحدث. Er hat einem der Bid'ah macht verholfen. جلس معه. Er hat mit ihm gesessen. دخله بيته. Er hat ihn in seine هذا عليه لعنة الله. Auf ihm ist der Fluch Allahs. جيد. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. So und danach sagte der Imam Bukhari Kapitel die Aussage des Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم es wird fortlaufend ein Teil meiner Umma ein Teil meiner Gemeinschaft auf der Wahrheit offenkundig sein. وهم أهل العلم. Das sind die Leute des Wissens. قال حدثنا عبيد الله بن موسى. حدثنا إسماعيل عن قيس عن المغير بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagt, es wird fortlaufend ein Teil meiner Umma offenkundig sein, bis die Stunde kommt und sie sind offenkundig. Immer noch offenkundig. هذا خبر. Das ist eine Überlieferung. وبشارة. Und eine من المصطفى. Ja, vom Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم eine frohe Kunde. صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله عليه وسلم. أن هذا الدين. Dass diese Religion. الصحيح. Diese richtige Religion. باق. Bleibt bis. إلى يوم القيامة. Bis zum Tag der Auferstehung. وأن الله ينصرهم. Und dass der Allah سبحانه وتعالى sie ihnen zum Sieg verhilft. الذين يثبتون. Diejenigen, die fest sind. على هذا الدين. Auf diese Religion. ويحفظونه. Und sie beschützen. ظاهرين. Offenkundig sind. يعني عالين.
يعني offen sind. عندهم قوة. Und kräftig sind. في قلوبهم. In ihrem Herzen. وفي ألسنتهم. Und auf ihrer Zunge. وفي حياتهم. Und in ihrem Leben. حتى يأتي أمر الله. Bis das Befehl Allahs kommt. لماذا؟ Warum? حتى تقوم حجة الله على الخلق. Dass der Grund gegenüber der Schöpfung offenkundig wird. طائفة. Eine Gruppe. ما قال حزب. Er sagt nicht Partei. قال إيش؟ Er sagt, طائفة. Er sagt Gruppe. ما عندنا حزبة. Es gibt keine Parteien bei uns. وإنما جماعة. Aber es ist eine جماعة. مؤمنين. Gläubige. يعرف بعضهم بعضا. Sie kennen sich untereinander. من في المدينة. In المدينة. في الشام. Und in Syrien. في العراق. في سويسرا. In Schweiz. في أمريكا. In Amerika. كلهم على منهج alle واحد. Alle sind auf dem gleichen Manhaj. على طريق واحد. Auf dem gleichen Weg. كيف؟ Wie? قال الله قال الرسول. Allah sagt, der Prophet sagt. يمشون قال الله قال الرسول. Sie laufen, Allah sagt und der Prophet sagt. يفهمون الناس الدين. Sie erklären den Leuten ihre Religion. الذي أنزله الله. Die Religion, die Allah herabgesandt hat. على نبينا محمد. Auf den Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منهم. Möge Allah uns dazu machen zu diesem. فهمتم يا إخوتي؟ Verstanden, Brüder? طيب. طيب طيب يقول الشيخ نستريح 10 دقائق. استريحوا 10 دقائق. Also der Sheikh sagt jetzt, wir sollten mal 10 Minuten machen, jetzt Pause. 10 Minuten. وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معاشر الإخوة الكرام، نتمم معكم مدارسة بعض أحاديث نبينا الكريم في هذا الباب المبارك، الكتاب جامع الإمام البخاري الصحيح الذي قبلته الأمة كلها عن بكرة أبيها، حتى قالوا أصح كتاب بعد كتاب الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Wir werden jetzt weitermachen mit dem Lernen unserer Reihe, mit dem Lernen des Sahih al-Bukhari. Und zwar ist es das Buch, das die Umma, die Gemeinschaft, akzeptiert hat und darauf auch noch gesagt hat, dass dies das richtigste und korrekteste Buch nach dem Koran ist. Das ist das, zu dem wir zurückkehren. Das ist das, zu dem die ganze islamische Umma zurückkehrt. In ihrer Religion. Mit dem Koran. لأنه وحي الله. Warum? Weil es Eingebung Allahs ist. السنة وحي من الله. Die Sunna ist Eingebung Allahs. للرسول صلى الله عليه وسلم. Über den Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا. Allah gesagt. وما ينطق عن الهوى. Und er redet nicht aus Gelüsten. إن هو إلا وحي يوحى. Es ist wahrlich nur eine Eingebung. فالحمد لله على نعمه. So danken wir Allahs Gunst. وعلى فضله. Und wir danken Allah. نتدارس بعض أحاديث هذا الكتاب المبارك. Und wir lernen ein paar von diesen Ahadith. وكنا بدأنا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. Wir haben gerade eben im Buche des Festhaltens angefangen. البخاري بوب هكذا. Der Imam al-Bukhari hat so die Kapitel eingeschlagen. ذكر من فقهه. Das hat er mit seinem Verständnis gemacht. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. Das Buch des Festhaltens am Koran und an der Sunna. يعني النجاة الكاملة. Das heißt, der absolute Rettungsweg. للإنسان. Des Menschen. الكتاب والسنة. Ist der Koran und die Sunna. ثم ذكر أحاديث مرت معنا. Danach hat er die Ahadith erwähnt, في أبواب جميلة. In den schönen Kapiteln. والآن معنا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال البخاري. باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله. يعني يجتهد القاضي والحاكم
بما أنزل الله في القرآن. Das Kapitel der Abmühung des Richters, und zwar mit dem, was Allah herabgesandt hat. أي أنه يبذل جهده. Das heißt, dass er sich absolut abmüht. اجتهاد مصدر. Und dieser اجتهاد ist die Hauptsache. اجتهد يجتهد اجتهادا. Er hat اجتهاد gemacht. يعني يبذل طاقته وعقله. Das heißt, er opfert seine absolute Bereitschaft. وفهمه. Und sein Verständnis. في فهم الكتاب والسنة. Und zwar in dem Verständnis des Koran und der Sunna. قال باب اجتهاد القاضي القضاء بما أنزل الله. Er sagte Kapitel des Abmühens des Richters, und zwar mit dem zu richten, was Allah herabgesandt hat. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى لقوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Und diejenigen, die nicht mit den Gesetzen Allahs richten, sie sind die Übeltäter. يجب على المسلم دائما. Es ist verpflichtend für den Muslim, und zwar immer. أن يمشي مع قال الله قال الرسول. Dass er mit Allah hat gesagt und der Prophet hat gesagt läuft. وإن كان القاضي أعظم شيء. Und auch wenn der Richter das Gewaltigste ist. والحاكم كذلك. Und der Richter. وكذلك الإنسان. Auch der Mensch. في بيته. In seiner Wohnung. زوجه. Und seine Frau. أولاده. Seinen Kindern. جيرانه. Und seinen Nachbarn. يحكم معهم بما أنزل الله. So sollen sie mit dem richten, was وقد ورد أن الذي عنده ولدان. Derjenige, der zwei Kinder hat. ويفضل أحدهم على الآخر ظالم. Den anderen über den anderen stellt, so ist er ungerecht. لابد يعدل بينهم. Es ist verpflichtend, dass er Gerechtigkeit stiftet zwischen. زوجتان. Und auch zwischen zwei Frauen, die er hat. أخوان. Zwei Brüder. وإذا قلتم فعدلوا. Und wenn ihr sagt, so seid gerecht. عام مطلق. Das ist absolut. الله يقول وإذا قلت فعدلوا. Allah sagt, wenn ihr redet, so seid gerecht. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. Allah befiehlt für die Gerechtigkeit und für das Gute. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العادلين. Fragen Allah, dass er uns und euch zu den Gerechten macht. قال البخاري. Allah Bukhari sagt. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة. Und der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat denjenigen der Weisheit gelobt. حين يقضي بها. Wenn er sie dann eingesetzt hat. ويعلمها. Und sie gelehrt hat. ورد حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مدح. Es wurde in einem Hadith berichtet, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم gelobt hat. وأثنى. Und gelobt hat. وفرح. Und froh war. أن رجلا. Dass ein Mann. أعطي الحكمة. Dem die Weisheit gegeben worden ist. يعلمها الناس. Diese Weisheit den Leuten zeigt. ويعمل بها. Und danach handelt. والحكمة السنة. Und die Weisheit ist Sunna. قال ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة. Da sagt der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat denjenigen der Weisheit gelobt. حين يقضي بها ويعلمها. Wenn er danach handelt und sie lehrt. ولا يتكلف من قبله. Und nicht von sich aus was bringt. لا يجيب شيء من رأسه. Nichts von seinem Kopf aus. وإنما من الكتاب والسنة. Aber doch vom Buch und von der Sunna. يتعلم الكتاب والسنة. Dass er von dem Koran und der Sunna lernt. ومن يريد الله به خيرا. Derjenige, den Allah Gutes will. يفقهه في الدين. So macht er ihn wissend in der Religion. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين. Wir fragen Allah, dass er uns wissend in der Religion macht. ومشاورة الخلفاء. Und يشاور الناس بعضهم بعضا. Und dass sich die Leute gegenseitig beraten. الحاكم. Der Richter. عنده مستشارين. Der Richter hat Leute, die er berater. إذا نزل به أمر. Wenn eine Sache herabkommt. وجاء شيء. Und etwas passiert. يستشير. So berät er sich. عنده مشاورة. Dort eine Beratung. قال هنا ومشاورة الخلفاء. So sagt er hier die Beratung der Khulafa. يعني يشاور الخلفاء يشاوروا. Die Abgeordneten, sie beraten sich. وإذا أراد الله بالحاكم خيرا. Und wenn Allah für den Richter was Gutes möchte. جعل له وزراء ومستشارين. So gibt er ihm Berater. طيبين. Und Leute, die gut sind und ihn beraten. هذا هو. إذا أراد الله بالرجل خيرا. Wenn Allah für einen Mann was Gutes möchte. الحاكم. Ein Richter. سيد البيت.
derjenige, dem das, die Wohnung gehört. صاحب العمل. Derjenige, der die Arbeit macht. يهيئ له. So stellt er ihn bereit. ناسا طيبين. Gute Leute. يسألهم. Die er sie fragen kann. يستشيرهم. Er sie fragt, Rat. والله عز وجل يرشده. Und Allah سبحانه وتعالى leitet ihnen recht. طيب وسؤالهم أهل العلم. Und die Frage der Gelehrten, dass man die Gelehrten fragt. كل إنسان. Jeder Mensch. جاءه أمر. Dem ein Befehl gekommen ist, لا يعرفه, und der es nicht kennt, يسأل أهل العلم. Er soll die Leute des Wissens fragen. Allah قال فاسألوا أهل الذكر. Allah sagt im Koran, fragt die Leute des Wissens. لا يمشي برأيه. Er fragt, er läuft nicht nach seinem Kopf. خطأ. Ist falsch. يضل. So geht er irre. يهلك. Geht er kaputt. يدخل النار. So wird er in die Hölle kommen. إذا جاءه شيء أمر. Wenn ihm eine Sache kommt, passiert in der Religion. يسأل. So fragt er. يسأل إخوانه seine Brüder, إمام المسجد den Imam der Moschee, عالم einen Gelehrten, طالب علم einen Studenten, إن عنده jemand, der فهم يفهمه jemand, der wissen hat, der es ihm dann geben kann. إذا كان ما فهم يقول فهمني wenn er es dann nicht verstanden hat, dass er ihn dann fragt, bitte erklär es mir nochmal. كمان له أن يسأل ما هو الدليل dass er ihn dann auch fragt, wo ist dann der Beweis لما يفتيه wenn er zum Beispiel eine Fatwa gibt العالم أو المفتي ein Gelehrter oder ein Mufti يقول له ما هو الدليل und dann fragt er ihn, wo ist der Dalil أيوة كيف الله قال والرسول حتى يفهم wie hat Allah das gesagt, dass man es versteht هذا جيد ينتشر العلم so wird so ist der so geht das Wissen والله إن الأمة على خير und bei Allah wahrlich diese Gemeinschaft ist auf Gute ثم قال حدثنا شهاب ابن عباد حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat gesagt kein Neid außer bei zwei Sachen. الحسد تمني زوال النعمة. Der Hassneid bedeutet, dass man sich wünscht, dass die Gunst Allahs verschwindet. Von einem oder من الله. Die Gunst Allahs ist von Allah. هذا ينعم الله عز وجل عليه بمال. Ihm hat Allah سبحانه وتعالى die Gunst des Geldes gegeben. هذا ينعم الله عليه بعلم. Ihm mit Wissen. هذا ينعم الله عليه بعقل. Er mit Verständnis mit. هذا ينعم الله عليه بولد. Er mit einem Kind. هذا ينعم الله عليه بمزرعة. Ihm hat Allah ein Feld gegeben. عنده مزرعة. Hat ein Feld. الله ينعم العباد كلهم. Allah gibt den Leuten die Gunst. أليس كذلك ولا لا؟ من المنعم؟ Ist es denn nicht so? Wer ist من المعطي؟ Wer ist es? الله. Allah ist. جل وعلا. الناس هنا يتحاسدوا. Die Leute hier, sie hassen sich gegenseitig darüber. Sie beneiden sich. الرسول يقول لا تحاسدوا. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagt, seid nicht neidisch gegen. لا تباغضوا. Seid nicht, habt keine. لا تدابروا. Kein Hass. لا أحد يحسد أحد. Man soll ihn nicht neiden. Allah من فضله. هذا أعطاه الله مزرعة. قل يا ربي أعطني مزرعة. Dem hat Allah zum Beispiel ein Feld gegeben, so sagt man, oh Allah, gib mir auch ein Feld. لا تقول يا ربي أهلك مزرعة هذا. Sag nicht zu ihm, mach sein Feld kaputt. هذا حسد. Das ist Hassneid. هذا أعطاه الله سيارة. Ihm hat ein Auto gegeben. جميلة. Schönes Auto. يقول هذا شافها جميلة قال يا ربي أعطني سيارة زيه. So wenn er dieses Auto sieht, sagt er, oh Allah, gib mir ein schönes Auto, so wie er es hat. هذا جائز. Das ist erlaubt. أما يقول يا ربي كسر سيارة هذا. Aber dass er sagt, oh Allah macht dieses Auto kaputt. هذا حسد. Das ist Hassneid. معروف ولا لا؟ هذا الله أعطاه ولد صالح. Den ihm hat Allah einen rechtschaffenen Jungen gegeben. يقول يا ربي أعطني ولد زيه. Oh Allah, gib mir auch einen rechtschaffenen Sohn. ما يقول يا ربي أهلك ولد حقك. Sagt nicht, oh Allah, mach ihn kaputt diesen Jungen. واضح الحسد؟ Ist das klar, was Hassneid ist? لكن الرسول هنا يقول لا حسد إلا في اثنتين. Der Prophet Muhammad sagt hier kein Hassneid außer bei zwei Sachen. يستثني الحسد في أمرين. Er beschränkt den Hassneid nur auf zwei Sachen. هو الحسد التمني. حسد ist تمني. لكن هنا يقول الرسول إذا تمنى أحدكم شيئا يتمنى أن يعطيه لا مثله. Hier sagt der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم wenn jemand von euch was wünscht so wünscht er sich das von Allah سبحانه وتعالى. سماه حسدا والعلماء يقولوا غبطة. So hat er das Hasad genannt. Und die Ulema sagen, das ist das Freuen, sich freuen. Das Freuen von der Gunst Allahs. Was ist die Gunst, über die du dich freust? Das ist die Gunst, über die du dich freust in diesem Leben. Ein Mann, den Allah subhanahu wa ta'ala Geld gegeben hat,
رجل أعطاه الله مال. Ein Mann, den Allah سبحانه وتعالى Geld gegeben hat. وسع الله عليه. So hat Allah ihm das leicht gemacht. وهذا صاحب المال ينفق كل يوم في سبيل الله. Und derjenige, dem das Geld gehört, so gibt er dieses Geld jeden Tag aus für Allah. يرى مريضا يساعد. Er sieht einen Kranken, so hilft er ihm. يرى عاجزا يساعد. So sieht er einen Alten, so hilft er ihm. يرى شيئا مسجدا يساعد. So sieht er eine Moschee, er hilft ihr. يعني يحب الخير. Er mag das Gute. عنده مال. Er hat Geld. ويسارع في الخيرات. Er hat Geld und gibt es aus auf dem Weg des Guten. الرسول قال إذا تبغى تتمنى زي هذا يعطيك الله وتوزع في الخير. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagt, wenn du dir wünschst, dann wünsch dir das und gib es auch auf den Guten aus. هذا طيب. Das ist gut. ورجل آتاه الله حكمة. Und ein Mann, Allah سبحانه وتعالى hat ihm die Weisheit gegeben. فهو يقضي بها ويعلمها. So handelt er nach ihr und er bringt sie bei den Leuten. الحكمة هنا السنة. Weisheit bedeutet hier Sunna. والعلم. Und Wissen. الطيب. Das gute Wissen. الذي ينفع الناس. Das was den Leuten bringt. رأيت رجل أعطاه الله علما. Du siehst jemanden, den Allah Wissen gegeben hat. يا ربي. Oh Allah. أعطني مثله. Gib mir so wie er es auch hat. جائز. Das erlaubt. واضح ولا مو واضح؟ Das ist klar. هذا هو. نعم. هذا. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. Danach sagte das Kapitel, ihr werdet den Wegen, die vor euch waren, folgen. هذا الحديث من علامات الساعة. Das ist ein Hadith, der von den Zeichen der Stunde ist. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat das. لأن هذا الأمر سيكون. Er hat das gesagt, dass das eintreten wird. وأقسم على الله. Und er hat bei Allah geschworen. لأن لام القسم. Weil das Lam hier das Lam des Schwurs ist. ونون نون التوكيد. Und das Nun der Bestätigung. لتتبعن. لتتبعن. Das bedeutet hier der Schwur und die Bestätigung. اللام لام القسم. Das Lam ist hier das Lam der Schwur. والنون نون التوكيد. Und das Nun von der Bestätigung. يعني يخبر المصطفى. Der Auserwählte hat das uns erklärt. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أن هذه الأمة. Dass diese Gemeinschaft, أمتنا, unsere Gemeinschaft, أمة الإسلام, die Gemeinschaft des Islam, يتبع سنن اليهود والنصارى. Dass unsere Gemeinschaft, die Gemeinschaft des Islam, der Sunna der Juden und der Christen folgt. يعمل بسنن اليهود والنصارى. Sie handeln nach der Sunna der Juden und der Christen. والأصل في المسلم ما يعمل بسنن اليهود والنصارى. Und die Grundlage bei einem Muslim ist, dass er das nicht tut. لماذا؟ Warum nicht? إنهم على ضلال. Warum? Weil sie auf Irre sind. ونحن على حق. Und wir sind auf der Wahrheit. فإذا جاء شخص واتبع سنن اليهود والنصارى. Wenn jemand kommt und die Sunna der Juden und der Christen folgt. هذا صدق عليه قول الرسول. So ist das, was der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم gesagt hat, klar geworden für ihn, wahr geworden. وهذا واقعنا الآن. Und das ist das, was heutzutage bei uns passiert. نراه نشوفه. Wir sehen das. الرسول أخبره. Der Prophet hat das uns überbracht. ونحن نرى الآن. Wir sehen das jetzt. ها كيف؟ Wie? شوفوا نساءنا. Schaut unsere Frauen an. أليس كذلك ولا لا؟ Ist es denn nicht so? حتى النساء السلفيات. Außer sogar die Salafiyat. كل يوم يروح السوق. Die Salafiyat. Sie gehen jeden Tag. كل يوم يأخذ الموضة. Jeden Tag gehen sie raus. يجيب الموضة. 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 موضة. موضة. Jeden Tag bringen sie wollen sie Mode. Jeden Tag wollen sie die Mode. يريدون يعملوا بالموضة. Sie wollen nach dieser Mode handeln. يفعلون مثلهم. Sie wollen so wie sie machen. هذا خطأ. Das ist falsch. نساء ضعيفة. Die Frauen sind schwach. يا مؤمنة. O Gläubige. اتق الله. Fürchte Allah. خاف الله. Hab Angst vor Allah. يا رجال. O Männer. يا سلفيين. O ihr Salafis. خاف الله. Fürchtet Allah. تتمسكوا بالدين. Haltet fest an der Religion. بالرفق بالإحسان. Mit der Sanftmütigkeit und mit dem Guten. اللهم حبب إلينا الدين. O Allah, mach uns lass uns die Religion lieben. اللهم أبعد عنا سنن النصارى. O Allah, entferne uns von den Sunnen der Christen. أنا أتعجب. Ich wundere mich. مسلمة. Dass eine Muslima. تلبس بنطلونا ضيقا. Eine enge Hose trägt. زي الفاسقة. So wie die Schmutzige. فاجرة. So wie die ekelhafte Schmutzige. مجرمة كافرة. Ungläubige Frau. ليه يا مسلمة. Warum, O Muslima? Warum? قال أنا أريد أكون جميلة.
weil sie sagt, ich möchte hübsch sein. يكون زوجي يحبني. Ich möchte für meinen Mann hübsch sein, präsent لكن sein. الأخلاق أحسن. Aber der Akhlaq ist besser. والكلمة الطيبة أحسن. Das gute Wort ist besser. ليس الجمال بالثوب والبنطلون. Die Schönheit ist nicht mit Hosen. إذا زوجك يريد ينظر بنطالا في النساء. Wenn dein Mann die Hosen von Frauen sehen möchte. ذكره بالله. So erinnere ihn an Allah. هؤلاء فاسقات. Das sind schmutzige Frauen. المؤمنة تعين زوجها. Die Frau hilft ihrem Mann. على الحياة الطيبة. اللهم اصلح نساءنا. O Allah, mach unsere Frauen gut. أنا أدعو أن تقولوا آمين. Ich möchte, dass ihr Amin sagt. قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. Die Aussage vom Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم, ihr werdet wahrlich. قال حدثنا أحمد بن يونس. قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي أمتي هنا أمة الإجابة بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع يخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أمته المسلمة تأخذ بسنن والقرون قبلها الأمم قبلها كاليهود والنصارى. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم berichtet, es wird wahrlich die Stunde nicht eintreffen, bis meine Gemeinschaft von den Sunnen der Völker vor ihnen nimmt. فقيل يا رسول الله. Wird gesagt, O Prophet. كفارس والروم. So wie Fares und die Römer. فقال ومن الناس إلا أولئك. Fares und die Römer. يعني أخبر أنهم يسيرون كفارس والروم. Er berichtet uns, dass sie so werden wie die Perser und die Römer. فارس فيها اليهود. Bei den Persern gibt es Juden. وإلى الآن اليهود في فارس. Und bis jetzt sind die Juden bei den Persern. والروم. Und Rom. معروف الروم. Rom ist bekannt. فهمتم ولا لا؟ Verstanden oder nicht? والروم البريطان. Die Römer sind zum Beispiel die Engländer. والألمان. Die Deutschen. والسويسار. Und die Schweizer. والفرنسا. كل روم. Das sind alles Römer. هذا الروم. Das ist Rom. إذا قيل روم. Wenn Römer gesagt wird. فهمتم ولا لا؟ فرنسا. Ist das alles ألمانيا. Deutschland. فهمتم ولا لا؟ إنجليز. England. هذه كلها روم. Das ist alles Rom. من بعد الترك إلى كلها روم. Nach der Türkei bis hoch ist alles Römer. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان بعض الروم دخل في الإسلام جيد. Und auch wenn ein paar von den Römern dann zum Islam konvertiert. بوسنا هرسك جيد. Genau, Bosnien und so. لكن الروم الروم. Aber die richtigen Römer. ساكسون. الساكسون. جنس الساكسون. Die Sachsen. Die richtigen Römer sind die Sachsen. هذا الإنجليز. Die Engländer. هذا الفرنسيين. هذا الألمانيين. Deutschen. بلجيكيين. Belgier. هولنديين. Holländer. هذا الروم. أخبر الرسول أنه وأخبر أنه سنصطلح مع الروم في آخر الزمان. ستصالحون الروم صلحا آمنا. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat uns auch berichtet, dass wir mit den Römern Frieden schließen. لكن الآن نحن نعيش. Aber jetzt leben wir. ونرى حديث الرسول هذا. Und wir sehen diesen Hadith vom Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك. Das bedeutet. ضعفوا في الاعتصام بالكتاب والسنة. Das bedeutet, dass sie am Festhalten des Korans und des Sunnah schwach geworden sind. لابد نعتصم بالكتاب والسنة. Sie nicht mehr an dem Koran der Sunnah festhalten. الرجال والنساء. Und die Männer und die Frauen. والأطفال. Und die Kinder. نعلمهم. Wir zeigen es ihnen. نغرس فيهم الدين. Wir lassen نحبب إليهم الدين. Erklären es ihnen. نشجعهم على التمسك. Wir rufen sie auf, dass sie es machen. نفقههم كيف الصحابة كيف التابعين. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمرو الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم überliefert, er sagt, die Stunde wird nicht eintreffen, bis meine Gemeinschaft den Weg der vergangenen Völker einschlagen wird. Handspanne um Handspanne und Elle um Elle. Sie fragten, wie die Perser und die Römer. Er sagte, wer sind denn die Leute außer jene? الضب حيوان. حيوان صغير يمشي في الأرض. لا. لا مو حجل. الضب تعرف البرص.
الوزغ ايدكسن ايوه يمشي كده كده ها هذا دكسن ايدكسن هذا الضب اسمه دكسن ايدكسن الدكسن هو يحفر في الارض جهرا دي ايدكسه سي بودلت ان دي غرابت ان دا ارض وجهره كذا كذا ليس كذا ungerade tunnel معوج ungerade tunnel اسوء جحر دي sehr schlimme tunnel الرسول يقول صلى الله عليه وسلم لو كان اليهود والنصارى دخلوا الجحر هذا انت تدخل وراءه der prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt wenn die juden und die christen in diese tunnel reingehen würden ihr würdet ihnen gewiss folgen in diesen tunnel تتبعونه ihr werdet ihnen da drin folgen وهذا نهي und das heißt das ist ein verbot يقول لا تتبعوا das heißt man darf ihnen nicht folgen يضلونكم sie werden euch irre bringen يفسدونكم sie werden euch dreckig machen schmutzig machen لا تدخلوا لا تمشوا معهم lauft nicht mit ihnen وقد ورد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان ابو موسى في العراق als ابو موسى im Irak gewesen ist im Irak اتخذ كاتبا نصرانيا so hat er einen christlichen Schreiber genommen يكتب له er hat für ihn geschrieben موظف ein Arbeiter eingestellter فعلم عمر so hat عمر das gewusst قال كيف تتخذه؟ Und hat gesagt, wie kannst du ihn als Schreiber nehmen? هو ضال. Er ist irre gegangen. ما يهديك الضال. Er wird dich nicht recht leiten, der irre gegangen. الضال لا يهديك. Ein irre gegangener wird dich nicht recht leiten. يدل على عزة. Das bezeugt von dem Stolz. هو von der Kraft. المسلم يستعين بالله. Der Muslim sucht Unterstützung bei Allah. عندهم شيء طيب. نأخذ. Haben Sie etwas Gutes, dann nehmen wir es. شيء بطل نرد. Was Schlechtes, dann lassen wir es. يجب أن نفكر. لا نأخذ كل شيء من اليهود والنصارى. Wir uns gut überlegen. Wir nehmen nicht alles von den Christen und den Juden. إذا كان في شيء طيب نأخذ. Wenn was Gutes ist, dann nehmen wir es. شيء بطل نرد. Was Schlechtes, dann lassen wir es. سيارة. Ein Auto zum Beispiel. طيارة. Ein Flugzeug. مستشفى. Krankenhaus. أشياء. Andere Sachen. جاءوا بأشياء طيب نأخذ. Wenn sie mit was Gutem gekommen sind, dann nehmen wir das. جاءوا بأشياء ليس جيد لا نأخذ. So, wenn sie mit was Schlechtem gekommen sind, dann nehmen wir es nicht. بنطلون ضيق. Enge Hose. ما نأخذ. Nehmen wir nicht. حلق اللحية. Bart schneiden. إيش بقى؟ ولدي. ابنك. خاف على ابنه. يمسكوا ابنه. حلق اللحية. Den Bart rasieren. ما نأخذ. Das nehmen wir nicht. Das machen wir nicht. كشف الرأس. كشف الرأس. Okay, entblößen des Kopfes. يسووا كذا. Und so machen. لا نأخذ. نأخذ شيء طيب. Wir nehmen nur das Gute. أيوة. هذا هو. لا نتبعهم في عاداتهم. Wir folgen ihnen nicht in ihren تقاليدهم. In ihren Kultur. اختلاط الرجل بالمرأة. Dass die Männer sich mit den Frauen vermischen. في الوظيفة. In der Arbeit. تكون وزيرة. Zum Beispiel, dass sie Abgeordnete ist. ما يجوز. Das ist nicht erlaubt. هذا هو الصحيح. Das ist richtig. إذن هو. ها؟ أيوة. إذن قالوا قيل اليهود والنصارى قال فمن وهذا تحذير الحديث نقف هنا إن شاء الله. غدا نتمم بإذن الله باب إثم من دعا إلى ضلالة بحول الله وقوته. Und in einer anderen Überlieferung, die Juden und die Christen, er sagte, wer denn sonst? Und wir machen jetzt hier ein Ende und morgen schon machen wir es weiter. والشيخ ألبن عنده أسئلة يريد أن يأتي بس. أنت ولا يسأل هات أسئلة الإخوة ليس لا بأس لا بأس كشف الرأس للرجال أو ما ينبغي كان الرسول عنده قولون سوى هذه تسمى قولون سوى هذه تسمى إيش قولون سوى والرسول كان عنده قولون سوى يلبسها أنت ولا لا
والعلماء قالوا إنه الأفضل للمسلم أنه يلبس القلوز. الأفضل المسلم يلبس، الرسول كان يلبس قلوز أفضل شيء، لأن الكفر الآن يسمو يكسفون فقط. هذا يدخل تشبه للكفار إذا كان قصد، قصد التشبه هذا عاصي، وإن كان لا والله جهل إن شاء الله مخطئ قليل، لأن تقول إذا كان ما عنده علم. جملة. طيب. بالنسبة للكشف الرأس للرجال. الأفضل عدم كشف. Der Sheikh sagt, es ist besser, dass der Mann seinen Kopf nicht entblößt. Das gehört sich nicht, sagt der Sheikh. Das ist besser, dass er das nicht macht. يقول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد. الله sagt nehmt eure guten Kleidung bei jeder Moschee. هذا زينة. طيب. Etwas Schönes. أحسن من كذا ما في شيء. Das ist besser als wenn man nichts auf seinen Kopf trägt. هذا صحيح. Das ist richtig. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول جزاكم الله خير فضيلة الشيخ ونفع الله بكم وبعلمكم. هل يوجد فرقة تسمى المداخلة والجامية؟ ومن هم الشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع بن هادي المدخلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين. أولا، لا توجد فرقة تسمى جامية، ولا يوجد فرقة تسمى مدخلية، ولا يوجد حزب تسمى جامي أو مدخلي، وإنما هذه كلمة من الشيطان، كلمة من الشيطان رددها وسمعها بعض الشباب ورددوها معه. جاءوا للشيخ محمد أمان الجامي، وهو شيخنا، درسنا في الجامعة الإسلامية، وعرفناه من خيرة العلماء. نعم. Die Frage lautet: Möge Allah Ihnen Gutes geben, geehrter Sheikh, und möge Allah uns durch Ihr Wissen nützen. Gibt es eine Gruppe, die sich Medakhila und Jamia nennt? Und wer sind Sheikh Muhammad Aman al-Jami und Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali? Der Sheikh antwortete und sagte, es gibt keine Gruppe, die sich Jamia oder Madkhali nennt. Und es gibt keine Gruppe, die so benannt ist. Doch dies ist ein Wort, welches vom Shaitan kommt, vom Teufel kommt, wer es immer wiederholt hat. Und dies haben einige junge Leute gehört und haben es ebenfalls wiederholt. Und sie kamen zu Sheikh Muhammad Aman al-Jami und der Sheikh sagt, das ist unser Sheikh. Rahimahullah ist gestorben. Der Sheikh sagt, er hat uns unterrichtet in der Islamischen Universität von Medina. Sheikh Muhammad Aman al-Jami, Sheikhuna. من خيرة المشايخ، من أفاضل العلماء، ماشي على السنة. والشيخ ربيع بن هادي كذلك من مشايخنا وإخواننا، وهو حي يرزق في المدينة، أخلاق عالية وعلم جيد يزوره الطلاب في مكة. ها؟ في مكة. في مكة؟ أنا إيش قلت؟ مدينة. مدينة، أخطأت، في مكة. وهما من خيار العلماء، ولكن الشيطان يتكلم على ألسنة بعض الناس حتى ينفروهم عن السنة وينفروهم عن الحق وينفروهم عن منهج السلف. هذا خطأ، لا تسمعوا لهذا الكلام.
من قال في فرقة جامية مدخلية قل لا ما هو صحيح، ليس بصحيح، وإنما في علماء يفهمون السلف حسد، هذا حسد في قلوبهم من الشيطان، جاء الشيطان دخل في قلوبهم حسدوا الشيخ ربيع الناس يستفيدوا منه، الشيخ محمد أمان الناس يستفيدوا منه، فأرادوا أن يصدوا. فالشيطان يتكلم، الشيطان يتكلم ولا ما يتكلم؟ تسمع، سمعتم كلامه؟ قال في غزوة أحد ألا إن محمدا قد مات، من تكلم بهذا الكلام؟ والله الشيطان. الآن قالوا مداخل جامية فرقة ضالة، ما في لا في الجامية ولا مداخلة، وإنما محمد أمان الجامي شيخ ربيع بن هادي مدخلي علماء فضلاء طيبين استفاد منه. Der Sheikh sagte, Sheikh Mohammed Aman ist einer von den besten Gelehrten und Sheikh Rabi ebenfalls. Er ist auch unser Sheikh ebenfalls und unser Freund, der in Mekka lebt und dort wird er von den Studenten besucht und er ist einer der besten Gelehrten. Doch der Shaitan hat diese Wörter eingeflüstert, hat dies den Menschen weitergegeben und dies ist nicht richtig. Dies sagen sie aus Neid, was sie in ihren Herzen haben, wegen Sheikh Rabia. Und der Sheikh fragt, spricht der Shaitan? Und sagt, ja, der Shaitan spricht. Er hat gesagt in der Schlacht von Uhud, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Und ebenfalls jetzt sagt er diese Sachen. Und die Leute, die das sagen, das sind eine irre gegangene Gruppe, die diese Sachen sagen. Und hört nicht auf ihnen, hört ihnen nicht zu. هذه النبزة والاسم أول من نطق به شيطان، ثم الإخوان المسلمين لينفر الناس من السنة، لأن الشيخ ربيع تكلم قال الإخوان المسلمين عندهم أخطاء، سيد قطب عنده أخطاء، ينبغي الناس ينتبهوا، سيد قطب ما هو ماشي على السنة عنده أخطاء، فقالوا هذول مداخل جامية ضلال ينفر الناس، هذا خطأ، كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب القبر كما قال مالك، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهذه الكلمة أول من نطق بها الشيطان، ثم نطق بها الإخوان المسلمين وغيرهم من السروريين والصوفيين حتى ينفر الناس من السنة. Der Sheikh sagt, diese Bezeichnung und dieser Name, mit dem man betitelt wird, der erste, der das gesagt hat, ist der Teufel, der Shaitan. Und danach haben es die Ikhwan und Muslimin gesagt, damit sie die Leute von der Sunna wegtreiben. Weil Sheikh Rabi hat gesprochen, er hat die Fehler von Sayyid Qutb gesehen und hat dagegen gewarnt und dagegen gesprochen. Und dann haben sie gegen Sheikh Rabi und gegen Sheikh Mohammed al-Jami gesprochen und gesagt, dies ist eine irregegangene Gruppe. Und der Sheikh sagt, von jedem wird akzeptiert und gelassen, außer vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und er sagt, bringt eure Beweise, wenn ihr wahrhaftig seid. Das heißt, der erste, der das gesagt hat, ist der Shaitan. Und danach haben es die Ikhwan und Muslimin gesagt und die Sururin und andere von den Sufisten. علي طاعتهما. الوالدان يعني أبوه وأمه ينهيانه عن الهجرة والزواج، ينهيانه عن الزواج. إذا كان محتاج إلى الزواج لا طاعة للوالدين، يتزوج. وإن كان الهجرة لا يستطيع أن يقيم الدين لا يسمع لوالديه يهاجر، هذا الصحيح أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا كان لا يستطيع أن يقيم الدين، ما يصلي،
ما يخلوه يصلي ولا يصوم ولا يتعلم العربية والقرآن وهو يجد مكانا يتعلم فيه يذهب، لا طاعة الوالدين. وكذلك إذا منعوه من الزواج قالوا ما تتزوج، وهو يحتاج إلى الزواج لا يسمع كلامه يتزوج، ينظر امرأة صالحة وتزوج. واضح؟ نعم. Die Frage lautet: Meine Eltern verbieten es mir, dass ich die Hijra mache und dass ich heirate. Obliegt es mir, also ist es für mich verpflichtend, dass ich ihnen gehorche? Der Sheikh sagt: Wenn du brauchst, wenn du es nötig hast zu heiraten, dann heirate und höre nicht auf deine Eltern. Und wenn du deine Religion nicht praktizieren kannst in dem Land, wo du bist, dann mach Hijra. Und es gibt kein Gehorsam gegenüber der Schöpfung im Widersprechen zum Schöpfer. Und wenn du in deinem Land nicht deine Religion praktizieren kannst, dein Gebet und dein Fasten, und du kannst nicht Arabisch lernen, dann musst du Hijra machen in einen Ort, wo du lernen und leben kannst. Und dann hörst du in diesem Fall nicht auf deine Eltern und mit dem Heiraten ebenfalls. Nein. هذا سيقول والدنا الحبيب لو ذكرتم لنا موقفا مع الشيخ ابن باز أو العثمين فيه اعتصام الشيخين بالكتاب والسنة كالمثال. كثير ما أكثر موقف الشيخ ابن باز من الكتاب والسنة، بل جل مواقفه وفتاواه الذي يقرأها طالب العلم وغيرها، يجد في الفتاوى وكتبه العلم الجم، وكذلك ابن عثيمين. وأما ابن عثيمين لم أتتلمذ عليه، وتتلمذت على ابن باز في المسجد النبوي والجامعة الإسلامية. ومن أعظمها أنه ماشي على الكتاب والسنة، كان الحكام يزورونه، وجاء الملك فيصل والملك فهد المدينة، ونحن كنا معه، وكان الرجل ما شاء الله على خير وعلى بركة، الملوك يحترمونه يقدرونه، يقدرون علمه، فيصل يقدره وفهد يقدره، يقدر علمه. من كثير مواقف، ومن أعظمها موقفه في الفتنة حق صدام، لما صدام أراد أن يقتل الكويتيين وقالوا له أخرج من الكويت وأبى، فوقف الشيخ ابن باز موقفا جميلا جدا، معتصم بالكتاب والسنة، تعاضد مع الملك فهد على إخراج هذا الرجل من بلاد المسلمين، يقتل نساءهم وأطفالهم ويفرح النصارى واليهود، وقالوا لا تستعينوا بالكفار، قال لا، إذا كان في فائدة نستعين. والحمد لله فتن ذهبت، لكن الإخوان شنعوا تشنيعا رديئا على ابن باز وعلى غيره، خصوصا في تلك الفتن. والحمد لله رجل أفضى إلى ربه، ونسأل أن يجعله في عليين في جنة النعيم. Die Frage lautet: Unser geliebter Vater, würden Sie uns ein persönliches Ereignis mit Sheikh ibn Baz und Sheikh ibn Uthaymeen erwähnen, worin man das Festhalten auf Koran und Sunna dieser Schuyuch sieht? Der Sheikh antwortet und sagt: Diese Ereignisse sind sehr viele, und die meisten Ereignisse von Sheikh ibn Baz deuten auf das Festhalten von Koran und Sunna hinzu, und seine Fatawas, seine Rechtsgutachten deuten darauf hin. Diejenigen, die der Student des Wissens liest, so sieht er darin ein sehr viel Wissen. Und Ibn Uthaymeen, so haben wir nicht bei ihm gelernt, sondern wir haben bei Sheikh Ibn Baz gelernt, in der Prophetenmoschee in Medina und in der Islamischen Universität in Medina. Und Sheikh Uthaymeen wurde von den Führern von Saudi-Arabien besucht, wie Malik Fahd und Malik Faisal, König Fahd und König Faisal,
so haben sie ihn respektiert und besucht und sein Wissen anerkannt. Und von den größten Ereignissen, die Sheikh Ibn Baz hatte, war in der Zeit der Fitna, in der Zeit der Versuchung, worin er gegen Saddam von Irak, wo er eine klare Stellung innehielt. So war der Sheikh auf dem Punkt, dass Saddam rausgehen muss von den Ländern der Muslime. Und beim Helfen der Kuffar hat er gesagt, ja, wir dürfen die Hilfe von ihnen annehmen, wenn es darin einen Nutzen hat. Aber die Ikhwan Muslimin, sie haben das Bild, oder sie wollen das Bild dieser Leute zerstören. من أعظم أعمال الشيخ ابن باز الجامعة الإسلامية من المدينة كان يدير الجامعة وكنا نحن طلاب نستفيد منه أعظم إدارة أعظم عصر للجامعة الإسلامية سموها العصر الذهبي فترة رعاية ابن باز لها وما شاء الله في طلاب كثير تخرجوا من الجامعة الإسلامية نفع الله به Der Sheikh sagt, und von den größten Ereignissen von Sheikh Ibn Baz ist seine Arbeit bei der Islamischen Universität von Medina. Und zwar war er der Mudir, das heißt der Direktor dieser Universität. Und ich war einer der Studenten in dieser Universität und habe damals profitiert von ihm. Und dies war die größte Zeit, die stärkste Zeit, das goldene Zeitalter, als Sheikh Ibn Baz der Mudir, der Direktor dieser Universität war. Und viele Studenten sind aus dieser Universität, haben von dieser Universität abgeschlossen. I had to work. هذا سامي يقول هذا المسجد مسجد سلفي الوحيد في زيورخ ولله الحمد الحمد لله فهل يجب علينا أن نأتي إليه علما بأن الذهاب إليها سهلة كيف يقول هذا المسجد مسجد سلفي الوحيد في زيورخ طيب جيد هل يجب علينا أن نأتي إلى هذا المسجد إذا كان مستطيع ما عنده مريض وليس هو مريض يجب عليه أن يصلي معه صلوات الخمس هذا هو الصحيح إذا كان يمتوالا قريب ويستطيع ما هو بعيد لازم يجي المسجد نعم Der Sheikh sagt, ja, es ist verpflichtend, dass er hier die Frage zuerst. Dies ist die einzige Selefi-Moschee in Zürich. Ist es für uns verpflichtet, diese Moschee zu besuchen? Der Sheikh sagt, es ist verpflichtet für ihn, wenn er zum Beispiel keinen Kranken zu Hause hat und er die Möglichkeit hat, dass er hier hinkommt und hier die fünf Gebete betet und dies, wenn er kann, wenn er in der Nähe wohnt und die Möglichkeit dazu hat. يستفيد من الشيخ خالد ومن الإخوان يتدارس القرآن والسنة يحفظ القرآن إذا كان عنده وقت هذا شيء جيد من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا للجنة إذا كان يسهل عليه لا يصعب يأتي وإلا الصلوات هذا الصحيح نعم Der Sheikh sagt, er kommt hierhin und profitiert von dieser Moschee, er profitiert von Sheikh Khalid und lernt den Koran und lernt mit seinen Brüdern zusammen, wenn er dies kann. Und wenn nicht, dann kommt er für die Gebete hin. وإذا جاء الشيخ ألبن هنا تستفيد منه. هذا ثاني يقول هل دفاع عن المبتدئ من الكبائر؟ دفاع عن المبتدعة نعم من الكبائر الذي يدافع ويحامي ويتخذهم أولياء ومثلهم يلحق مثله مبتدعون والبدعة ضلالة والضلالة كبيرة من الكبائر هينبغي إما أن يترك المبتدعة أو ينصحهم إذا استطاع يترك البدعة ولا يبتعد عنهم لأنهم يؤثر في الإنسان الجليس والقرين ولذلك
كما قال الأوزاعي: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. إذا كان يجالس المبتدع ويحامي عنهم ويدافع عنهم هو مثلهم يلحق بهم مبتدع ضال. نعم. الشيخ دي فراغ لاوتت ist es von den großen Sünden einen Erneuern zu schützen, ihn zu beschützen? Der Sheikh sagt, wer die Erneuerer schützt und sie beschützt, so ist er ihnen gleichzustellen und er gehört zu ihnen. Denn die Erneuerung ist ein Irrweg. Und die Irrwege, die Dalala, ist einer von den großen Sünden. Und so ist dies auch von den großen Sünden. Denn derjenige, mit dem du zusammen bist und mit dem du sitzt und gehst, so bist du wie er. Und er sagt, Imam al-Auza'i hat gesagt, wer uns seine Bid'a verstecken kann, so kann er uns nicht verstecken, mit wem er befreundet ist. جيد. والسلام ورحمة الله. والمصطفى صلى الله عليه وسلم حذر من قرين السوء وصاحب السوء. وقد ورد المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. خليل الصاحب الذي يؤثر في الإنسان، لا، أن يبتعد عنه. المبتدع أخطر من الزاني، أخطر من شارب الخمر، بدع ضلالة، وهذه معصية وإن كانت معصية هذه الخمرة، لكن البدعة والله ضلالة في الدين، تجعل الإنسان جاهل ضال في حياته، هذه كبيرة من الكبائر. ينبغي للمسلم أن يبتعد عن المبتدعة. نعم. إلا إذا كان أراد أن ينصحهم. Der Sheikh sagt, der Auserwählte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat von den schlechten Freunden gewarnt, indem er gesagt hat, die Person ist auf der Religion seines Freundes, so soll jeder von euch schauen, wen er als Freund nimmt. Und so soll er weggehen von den Erneuerern und nicht mit ihnen und sich nicht mit ihnen befreunden. Denn der Erneuerer ist gefährlicher und schlimmer als derjenige, der Zina macht oder Alkohol trinkt. Auch wenn dies große Sünden sind. Und es macht den Menschen, das heißt die Freundschaft mit einem Mubtadi'a, mit einem Erneuerer, dass er zu einem Unwissenden wird und dass er in die Irre geht. Außer wenn er ihm Ratschlag geben will. Nein. Allah sallam يقول أحسن الله إليكم أمي ليس لها زوج وأنا ولدها الوحيد هل يجب علي الهجرة لأنني لو هاجر لا يوجد من يقيم بخدمتها وأظن هي لا تأتي معي إذا هاجرت. ابحث لها عن زوج إذا أردت أن تبرها وتكون بارا بها. قل لها سيأتي زوج صالح يطلبك أنت ولا وأحسن يرعاك ويبذل رجلا صالحا يزوجها إياه يرعاها أنت ولا هذا الصحيح أو يأخذها معه إلى الهجرة. Die Frage lautet: Meine Mutter hat keinen Ehemann und ich bin ihr einziges Kind. Ist es für mich verpflichtet, Hijra zu machen? Und wenn ich Hijra mache, dann kann keiner ihr im Dienst stehen und ich denke, sie würde nicht mit mir mitkommen. Der Sheikh sagt, dann such für sie einen Mann aus. ولماذا هو مات أبوه أو طلقها؟ ما ذكر شيء. على كل حال يزوجها أفضل. Dass du sie mit jemandem verheiratest, ist besser, wenn du gutmütig zu ihr sein willst. Und sagst du ihr, ich schaue für dich einen Mann, der gut ist. Wenn sie jung ist, dann vor allem kannst du sie mit jemandem verheiraten, aber wenn sie alt ist, dann ist es schwierig. Dann nimmst du sie mit oder du bleibst mit ihr, sagt er. هذا سامي يقول كل واحد يزعم اليوم أنه سلفي
من فضلك يا شيخ اذكر لنا العلماء الموجودين اليوم من الذين نستطيع أن نأخذ العلم. ما شاء الله كثيرين. المفتي في المملكة العزيز بن عبد الله آل الشيخ الشيخ الفوزان حفظه الله، الشيخ ربيع، الشيخ صالح السحيمي، الشيخ علي ناصر فقيهي، محمد هادي، في ما شاء الله مشايخ سلفيين طيبين على منهج صحيح استفاد منهم. هذا الصحيح، ولا سيما علماء المملكة وغيرهم. إذا متى ما نبغ طالب العلم وظهر وأثنى عليه العلماء وكان علمه مؤصل على الكتاب والسنة، يلهج دائما يذكر دائما الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، هذا خير. نعم. Die Frage, und dies ist die Frage, mit welcher wir den Abend beenden, lautet: Jeder behauptet heutzutage, dass er ein Salafi ist. Und so bittet er Fragen und sagt: Bitte, ja, Sheikh, nenn uns die Ulama, die Gelehrten, die heute lebendig sind, von welchen wir das Wissen nehmen können und von denen wir zuhören können. Und der Sheikh sagte: Die Gelehrten sind viele. Und dann sagt er: Der Mufti Abdulaziz Ali Sheikh aus Saudi-Arabien und Sheikh Al-Fawzan und Sheikh Rabir und Sheikh Salih Suhaini und Sheikh Ali Nasir Al-Faqih und Sheikh Mohammed ibn Hadi Al-Madkhali. Und jeder, der auf den richtigen Weg ist, auf den Menhaj, auf den richtigen Weg, und vor allem die Gelehrten aus Saudi-Arabien, aber auch andere außer ihnen. Und wenn ein Student des Wissens, ein Talibul Ilm, auf den richtigen Weg ist und die Gelehrten geben ihm Tazkiyah, also loben ihn, und er geht immer mit Koran und Sunna, dann kann man auch von ihm profitieren. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين موعدنا غدا بحول الله وقوته. Der Sheikh sagt, wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns Erfolg gibt und morgen ist unser nächstes Treffen.